Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Dragon's Dogma 2. Ich schnüffle da mal rein in dieses Spiel. Es ist ja recht neu. Wir starten mal und ich nehme mal an, wir müssen uns einen Charakter bauen. Und der Charakter-Editor ist sehr umfangreich. Ich habe den nicht gespielt, als er Standalone vor Release des Spiels zur Verfügung stand. Selber schuld, Nils. Selber schuld. Wir spielen mit englischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. Und ich probiere mal mit dem Controller anzufangen, weil das Spiel mir das empfohlen hat. Aber man kann natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen. Ein rauschendes Fest mit den begabtesten Flötistinnen, die diese Welt zu bieten hat. Sie spielen Schraders vierte Symphonie. Eine heitere Komposition. Long as our Fevremont suffered, without a true monarch to guide her and her people. Oh, ein bisschen lauter. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. Das ist meine amtliche Tür. Okay. Ich mag die Lederpantoffeln. Sehr modisch. Spitz zulaufend. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have waited this moment. Ist das jetzt der Punkt, wo wir die Charakterstellung machen? Ne, wir sind ja nicht, wir sind doch nicht euer Majesty. Oder? Wir sind doch einfach, wir fangen doch als lumpiger Vagabund an. Wir fangen doch nicht als König an. Ich habe übrigens Dragon's Dogma 1 nicht gespielt. Zumindest nicht so, dass es mir in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht ist man ja am Ende des Spiels König. Vielleicht ist es das Ende von Teil 1. Behold! Before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Oh. Who is it? Thou who wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Da war doch was im Wein. Ausgrabungsstätte Kerker. Wir sind jetzt in den Knast geschlossen worden. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward.
So, du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen deines Charakters von Grund auf anzupassen. Natürlich machen wir das selber. Wir sind der Kapuzenmann. Are you the one then? Aha. I thought I recognized you. Wie willst du uns denn wiedererkennen? Okay. Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du anpassen auswählst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Ja, ja, ist klar. Also, was ist denn das hier? Alter, ein Leopardenmensch. Eine Leopardenfrau, ein Leopardenmann, eine Menschenfrau und ein Menschenmann. Gut, wir nehmen jetzt mal einfach ganz klassisch einen Menschenmann. Und ich baue mich immer sehr gern selber nach, deswegen würde ich sagen, ja, das kommt schon ganz gut hin. Nee, ich baue mich nicht. Was ist denn hier mal so normal? Wir machen mal was Langweiliges, Normales. Ich finde, der sieht recht normal aus. Der ist sehr groß. Der ist sehr fett. Komm, wir nehmen mal so einen stinknormalen Heini-Mann. Den hier. So. Okay. Und jetzt können wir uns einen Charakter bauen. Und ich weiß, dass es möglich ist, sein Gesicht nachzubauen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich google Nils Bumhoff. Nils Bumhoff. Ich habe aber bestimmt auch ein Foto von mir. Ich mache ja immer so Selbstporträts. Nils. Aber ehrlich gesagt will ich nur mal einen Grund, mich selber zu googeln, weil mir das sonst zu narzisstisch ist. Deswegen traue ich mich das nicht. Ich muss natürlich jetzt ein Foto nehmen, wo ich sehr gut aussehe. Natürlich auch ein sehr altes Foto. Okay. Auf älteren Fotos sieht man ja immer besser aus. Die Vergangenheit schmeichelt einem. So, ich stelle es jetzt hier mal so hin. So. Aber ich kann mich nicht, ich glaube, ich kann mich nicht selber. Ich bin fürchterlich schlecht darin, mich selbst nachzubauen. Könnt ihr das nicht machen? Und mir einen Code schicken? So, was haben wir denn hier für Presets? Ah, da sehe ich mich. Fünf Stunden später. Nein. Nein, 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 nein. Wir machen das nicht so erschöpfend. Aber wenn ich jetzt einfach so ein Heini nehme. So. Und jetzt kann ich anhand dieses Heinis. Den kann ich jetzt anpassen. Wenn ich jetzt Alt drücke. Ja. Oh, weil der hat so eine Narbe da. Warum das denn? Ist in der Dusche ausgerutscht wahrscheinlich. So, Kopf. Basiskopf. Wir haben schon Basiskopf, alles klar. Was? Ja, fortfahren. Ey. Ich hab doch jetzt schon Basiskopf. Lass mich den noch jetzt bearbeiten, den Basiskopf. Ah. Bleib in der Mitte. Ja. So. Dann geh doch mal auf Kopf. Haut, Hautfarbe, Falten. Glanzhaut, Augenbrauen. Okay. Was habe ich denn für Augenbrauen? Wo fängt man denn überhaupt an? Das gibt's ja nicht. Da gibt es Leute, die haben sich wirklich komplett nach. Das ist ja Wahnsinn, ne? Da fehlt mir die Geduld für. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Abstand Augenbrauen. Nee. Ich glaube, ich bin nicht dazu in der Lage, so viel Geduld aufzubringen, mich selber nachzubauen. Habt ihr euch selber nachgebaut? Zurück. Augen. Ich weiß gar nicht, was ich habe. So eine Träumeaugen habe ich nicht. Ich habe so Augen, die haben schon viel gesehen. Meine Augen haben schon viel gesehen. Das sind, guckt euch mal diese unschuldigen Augen an. Die träumen noch. Die glauben noch an das Gute im Menschen. Die wurden vor kurzem noch gesäugt, diese Augen. Das ist,
sind nicht meine Augen. Aber wir haben natürlich... Wo kann man denn hier die Augenfarbe ändern? Ich glaube, mein Bild steht hier ein bisschen im Weg. Mach was Lustiges, einen Gnom oder eine Hexe. Oh, ich weiß nicht. Erstmal bedanken wir uns bei Jules für den Support. Vielen lieben Dank, Jules, one-on-one. Wir sollen hinten anfangen, wurde mir gesagt. Oh, hier geht's los. Primärfarbe Iris. Was habe ich denn für Augen? Ich glaube, ich habe grau-blaue, ne? Das heißt, ich würde jetzt hier die... Alter Schwede, beide Augen. Boah, das ist ja wirklich krass. Da kann man ja einfach Jahre versenken, einfach nur im Bauen der Augen. Irgendwas so blau-grau, würde ich sagen, ist... Hä? Sekundärfarbe. Habe ich nicht. Ich habe so viel Farben, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Geht das schon in die Richtung meiner Augen? Ja, ne? Tertiärfarbe Iris. Farbe Augensklärer. Ich wusste nicht mal, was das ist. 261. Grün? Ich habe doch keine grünen Augen. Ich habe keine grünen Augen. Wenn ich grüne Augen hätte, würdet ihr die gar nicht sehen, wegen Greenscreen. Oh, das wäre super spooky. Stell euch mal vor, es gibt Leute mit grünen Augen und die haben dann keine Augen. Okay, also, das bestätigen wir natürlich. Diese... Zack, zurück. Leute, es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann mich nicht selber bauen. Wir wollen aber dafür einen Bart haben. Gibt es da noch eine Bartart? Hier. Ich will einen prächtigen Bart. Der ist zu... Ja. Das ist schon so ein bisschen Standard-Jüngling-Bart. So sehe ich mich ja auch, ne? So ein Standard-Jüngling-Bart, da bin ich dabei. Aber die Farbe des Bartes muss ein bisschen angepasst werden. Ich habe ja mittlerweile eher so... Geht schon ein bisschen ins Rötliche, ne? Fast schon. Was haben wir denn da so? Sowas. Bisschen heller. Vielleicht. So, so ein richtiges Straßenköter. Sowas. 117. Sowas. Oh ja. 117 ist ganz gut. 117, sagt Chaos. Okay, nehme ich. 92? Never. Nein. Naja. Nee, ich glaube 117 ist realistischer. Viel heller? Viel heller? 77? Auch nicht schlecht. 77 ist auch nicht schlecht. 89? Nee, so hell ist doch mein Bart nicht, oder? 77, sagt Ansuil. Ja, 77 ist schon okay. Farbe Spitzen. Man kann sogar die Bartspitzen... Da kommt ja so langsam schon so ein Grau mit rein, ne? Ich habe schon so langsam so graue Bartansätze. Vielleicht nehme ich sowas hier, so ein... Sowas? Oh Mann, ey. Da kann man ja richtig viel Spaß mit haben. Ja, ich könnte jetzt theoretisch... Wobei das Gefühl jetzt auch ein bisschen strange ist, mich selber so groß zu machen. Aber natürlich könnte ich das ohne Probleme zu Vergleichszwecken hier so daneben setzen. Ein bisschen unscharf, oder? Muss mal die Kamera wieder einstellen. Ein bisschen unscharf. So. Es krisselt wie Sau. Aber das bin doch 1:1 ich, oder? Das bin doch 1:1 ich. Also ich finde, ehrlich gesagt, da ist kaum ein Unterschied zu erkennen. Oder?
Wisst ihr, wer ich bin? Wenn ich jetzt kurz... Oh, was macht er denn jetzt? Hör mal auf, dich an mich dran zu schmeißen. So, wir können natürlich ohne Mütze die Haare besser machen. Aber dann, ich muss den Kopfhörer aufhaben und der Kopfhörer verhindert meine Haarigkeit. Also ich finde, es ist 1:1. Das ist schon auch die Frisur ist eigentlich 1:1. Was? Was kann man da noch machen? Wie, da fehlen Falten? Wie jetzt, da fehlen Falten? Nein. Da fehlen auch keine Falten. Ihr habt auch keine Falten. Was gibt's denn hier für Haare? Schön wäre. Ich meine, das sind natürlich jetzt hier perfekte Haare, ne? Das sind so Simon Kretschmer-Haare. Alter Schwede, was ist das denn? Was ist das denn? 1:1 meine Frisur, oder? Galactica, vielen lieben Dank. Oder hier so. Was haben wir denn noch? Ja. Das ist eher so ein bisschen Eisen zu kurz. Kopf ein bisschen breiter. Machst du Tom Hiddleston? Ja. Diese komischen Haare aber ein bisschen länger, ne? Das ist halt, geht aber nicht. Farbverlauf der Alter, das ist, man kann ja einfach alles machen. Was habe ich denn für Haare? Die sind mittlerweile so. Die sind ja schon angegraut auf jeden Fall. Schon so ein paar so da an der Seite, so ein, zwei graue und ein, zwei schmeichle ich mir wahrscheinlich. Aber ich habe, die haben immer noch eine Ursprungsfarbe. Das ist eher. Bin ich sicher, ob das auf dem Monitor so hundertprozentig gut aussieht. Wieder die 77. Zum Bart passend. Farbe Spitzen. Ja, aber Spitzen müssen wir. Oh Gott, nee, das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Da warten wir noch mal ein paar Jahre. Aber ich will mich jetzt ja. Ich will mir auch nicht zu sehr schmeicheln, aber das finde ich zu krass. Dann muss ich das ignorieren, wenn das nicht besser geht. Oh? Spitzen etwas heller. Weniger rot, mehr blond. Ja, meine Haare sind nicht rot tatsächlich. Es geht besser. Der Rotstich in deinen Haaren ist halt schwer zu treffen. Mach mal braun. Ist Backseat Gaming beim Editor erlaubt? das ist ja einfach wirklich umfangreich. Was? Nein, zurück. Was gibt's denn noch hier am Kopf? Bart, Augen und Körperbehaarung. Körperbehaarung. Das ist mir doch egal. Aber das ist schwierig. So grundsätzlich. Die Lippen finde ich fast okay. So, die Lippen sind fast okay. Nase wird schwierig. Ey, Dongo, was geht ab? Hallo Dongo, vielen Dank. Problem ist deine Cam. Ja, meine Cam hat einen kleinen Farbstich, ne? Das ist das Problem. Oh, die Augenbrauen gehen natürlich gar nicht von der Farbe. Ihr habt völlig recht. Ja, das geht nicht. Wo kann man denn die Augenbrauenfarbe? Hallo? Warum kann man hier die Farbe nicht verändern?
Wo bist du? Das ist doch frech. Augenbrauen da. Farbe. Das ist die gute alte 77, natürlich wieder. So. Dicke. Das sind dicke Augenbrauen. Nasenspitze runter. Kannst du deine Augenbrauen dauerhaft so? Noch, ja, die sind so dunkel, ne? Aber warum ist denn 77 hier in dem Fall so dunkel? Oh Gott, die sieht, jetzt habe ich ja gar keine Augenbrauen mehr. Ne, ich will schon ein paar Augenbrauen will ich noch haben. Es sieht natürlich überhaupt nicht aus, wie ich, ist mir völlig klar, ne? Aber ich will ja so ein bisschen zeigen, was hier möglich ist. Was ist denn mit... Nase wird schwierig. Wo ist die Nase? Da. Nase. Was, oh Gott. Was mache ich denn jetzt mit der Nase? Ich habe eher so eine runde... Wie machen wir das mit Winkel-Nasenspitze? Ein bisschen runter? Aber dann auch ein bisschen... Ein bisschen voluminöser, ne? Ein bisschen knubbeliger. Spitzheit-Nasenspitze, ne? Ja, so. Ah, guck mal. So kann man ein bisschen die Nase... knolliger machen. Knolliger, knubbeliger machen. Die Nasenflügel ein bisschen flügeliger machen. So. Finden wir doch langsam. Noch ein bisschen mehr Breite in die, auf die Flügel. Aber ich habe nicht so... Guck mal, meine Nasen... Flügel sind nicht so, der hat da nicht diese riesige Öffnung. Wie kriege ich denn jetzt das so runtergezogen? Höhe Nasenflügel. Ja, müssen wir ein bisschen runtersetzen. So. So eher. Ich bin eher unterflügelt. So, oder? Oh Mann, Leute, ey. Aber das, die Nase ist jetzt schon ein bisschen mehr. Machst du eine richtige Hexennase? Warum soll ich denn eine Hexennase machen? Nase ist noch zu breit. Okay, warte. Das heißt, wir müssen runtergehen. So. Aber da, also die. Nee, ich hab doch so, ich hab noch so was Kugeliges irgendwie, so ein Knubbel. Meine Nase ist eher ein bisschen geknubbelt. Vorne, guck mal, die geht so runter. Und ich hab, wie kriegt man denn da so ein. Größe Nasenflügel, das ist es vielleicht. Nasenspitze muss etwas nach oben. Nasenspitze, Spitzheit, Nasenspitze. Winkel, Nasenspitze, Tiefe, Breite, Nase, Höhe, Nase, Größe, Nasenflügel. Nasenrückenwölbung. Nasenrücken. Es ist mir noch nicht knubbelig genug. Nasenrücken ein bisschen kleiner, sagt Tsunami. Nasenrücken, das wäre dann Höhe Nasenrücken, oder was meinst du? Nasenspitze leicht nach vorn.
Nasenspitze leicht nach vorn. Spitzheit, Nasen... Nee, was ist das denn? Spitzheit, Nase... Nase zurücksetzen, finde ich auch gut. Tiefe Nasenspitze, warte mal, was ist das denn? Ah ja, 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 warte. Nee, will ich nicht. So, und jetzt... Die Nase ist nicht auf Knubbeligkeit ausgelegt. Das ist nicht in Ordnung. Gut. Also so ungefähr. Dann Ohren, weiß ich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall etwas... Nein, ich habe viel fleischigere Ohrläppchen. Das ist, gibt so Leute, die haben einfach... Guck mal, ich habe viel mehr Ohrläppchen. So. Ich bin ein Ohrläppchen-Typ auf jeden Fall. Ich bin ein Ohrläppchen. Was mit Wangen? Sind die Wangen okay? Höhere Wangen, tiefere Wangen. Höhe der Wangen. Etwas... Habe ich höhere Wangenknochen oder niedrigere? Hier sind meine Wangen... Da sind meine Wangenknochen. Fast in Augennähe. Schmaler. Fett... Fetthals! Haben Sie einen Fetthals? Breite Wangen, tiefe Wangen. Kopf länger. Hohe Wangenknochen. Hohe Wangen. Ja, hohe Wangenknochen aktiviert. Alles klar. Deine Wangen sind ein bisschen eingefallen. Und deine Kieferknochen weiter unten. Ich habe echt leider an eingefallenen Wangen. Im positiven Sinne. Du, was ich dir immer schon sagen wollte, du hast wirklich im positiven Sinne eingefallene Wangen. Müssen wir wirklich mal lassen. Die Augen müssen einen Tick weit auseinander. Okay. Im malerischen Sinne. Deine Nase ist schmaler. Ja, ich. Aber ja, meine Nase ist vielleicht ein bisschen schmaler. Die Falten fehlen noch. Truthahnhals. Ich kann ja auch mal die Dinger abnehmen. Ich brauche ja keine Beschallung hier. Die ganzen Falten und Augenringe müssen wir noch. Augenringe, fehlen die Augenringe. Der hat auch ein paar Augenringe. Außerdem habe ich ja auch nicht viel geschlafen. Wenn ich ausschlafe, habe ich eigentlich überhaupt gar keine Augenringe. So, was gibt's denn hier? Nase, Wangen, Augen. Augen. Ihr habt gesagt, die Augen müssen weiter auseinander, habt ihr gesagt. Augenbreite. Ist das bei der Breite? Nee, das ist wahrscheinlich. Doch. Augen ein bisschen weiter auseinander, aber nicht so, dass ich aussehe wie ein Doofkopf. So. Falten und Augenringe machen den Unterschied, ne? Wo stehen denn die Augenringe? Gibt's nicht wirklich eine Funktion? Ja, aber... Backen eingefallen. Kiefer breit, Wangenknochen breit, Backen eingefallen. Backen breit. Augen liegen tiefer und sind mandelförmiger. Ja. Wo kann man das denn einstellen? Ich habe kein Talent dafür. Mandelförmiger. Größe, Augen, tiefer. Es gibt ja auch nicht wirklich eine Form. Breite Augen, höher Augen, tiefer, größer Augen. Nee. Warum nicht übertragen? Winkel. Ach, Winkel. Oh. Warte. Winkel, was habe ich hier? Ich hab keine Ahnung. Oh, es knistert irgendwas. Oh, sorry, irgendwas knistert hier. Entschuldigung. Stecker raus, Stecker rein, ja. Ja, keine Ahnung. Ey, ich krieg's jetzt eh nicht so hin.
Mund, Kiefer, Kinn. Was soll ich da jetzt noch zumachen? Oh, das ist eher. Das ist mit Bart eh nicht so. Ja. Keine Ahnung. Breite Kinn. Hab ich ein breites Kinn? Oder ein schmales Kinn? Bisschen breiter vielleicht noch. Aber nicht so ein amerikanisches. Augen weniger Lid sichtbar. Position Kiefer, Überstand, Höhe. Das ist einfach völlig irre. Das kann man alles. Deine Ohren sind eine Zumutung. Ja. Ich kenne ja mal die Ohrenwinkel. Der schlagert mit den Ohren. Guck. Ja, weiß ich nicht. Ist das wirklich. Die sind ein bisschen. Also die Ohren sind hier, die hängen hier so. Wie kann man denn die Ohren. Kann man nicht stinknormale Ohren, dass die nicht so. Ah, das ist es. Ja, ich habe sehr geschlossene Ohren. Oh Gott, die sind sehr geschlossen. Ist mir egal. So. Ah, abbrechen. Du hast sehr windschnittige Ohren. Boah. Was kann man noch machen? Kopf. Ah ne, da kann ich nichts machen. Wangen, Mund. Ich weiß nicht, wo man die Stirn bearbeiten kann. Höhere Stirn. Ich weiß nicht genau. Musst du Kiefer, Kinn, Kopf. Augenhaut, Kopf. Das muss ja bei Kopf sein. Basiskopf. Aber da wird. Ah, guck mal, hier gibt es Falten. Falten. Ihr wolltet doch unbedingt, dass ich Falten habe. Hier mache ich so mal Falten auf 98. Seid ihr jetzt zufrieden? Dann machen wir noch. Haut. Hautfarbe? So. Was habe ich für eine Hautfarbe? Das kommt jetzt nicht so gut rüber, glaube ich. Blau. Weil das Kamerading nicht so richtig. Das funktioniert nicht so richtig. Maisgelb. Ihr könnt ja gerne mal so Zahlen reinschreiben, ne? Denk mal, das ist ja, also das liegt so ein bisschen gerade natürlich auch am Licht und an der Kamera und so. Ihr seht die Zahlen ja nicht, weil ich natürlich mich da, ja. Ihr habt völlig recht. Ihr seht die Zahlen nicht. Entschuldigung. So seht ihr vielleicht die Zahlen. 19, 13. Sorry, Nils, aber der Charakter sieht insgesamt zu jung aus. Was soll ich dazu sagen? Ne, 11? Nein. 13? Ja, also das. Ja, 13 finde ich ein bisschen. Ja, 13 ist komisch. 19, 18, 19? Zeig mal 24. Das 24 ist das. Ja. Der Winkel der Augenbrauen stimmt nicht. Nee, das stimmt. So. Das ist jetzt 24. Und ja, Augenbrauen, Leute, das ist schwierig. Ich sehe, das Ding ist, ich gucke so, seht ihr das, ne? Aber wenn ich nach rechts auf meinen Monitor gucke, dann sehe ich mich ja nicht mehr so wirklich. Aber ich habe schon so leicht hängende, so richtig, so leicht
vom Leben auch. Diese Augenbrauen sind nicht, das sind nicht meine Augenbrauen. Meine Augen sind eher so, boah, puh. Warte, wo waren die Augenbrauen da? Wie macht man das? Krümmung, da ist eine Krümmung. Was habe ich denn für eine Krümmung? Eher so, oh, so, oh, warte mal, das geht in eine gute Richtung. Oder? Eher so ein bisschen so, ne? Oder? Und nach Tiefe, oh, die Tiefe der Augenbrauen kommt noch. Warte. Bisschen runter, so. Die oberen Lider müssen weg. Whatever. Achso, da kann man den Abstand der Augenbrauen kann man auch noch verändern. Sind die eher so weit auseinander? I don't know. Warum sieht der Charakter so trottelig aus? Aber nach unten vor die Augen. Eher weiter auseinander. Tiefe Augenbrauen innen. Ah. Nee. Ah, innen. Nee, innen sind die, aber die sind außen tiefer als innen. Ja, doch, die sind außen tiefer als innen. Warum macht ihr das nicht? Könnt ihr das nicht machen? Höhe Augenbrauen etwas runter. Höhe Augenbrauen. So? die Nase ist einfach falsch. Du hast doch nicht so einen breiten Zinken. Das ist aber nett. Ja, vielleicht könnte ich die noch ein bisschen, die Nase noch ein kleines bisschen verkleinern. Eher so? Ist aber, das ist auch nicht, ihr seht, was ich meine, ne? Da muss mehr Fleisch an die Nase. Da muss ein bisschen mehr Fleisch an die Nase. Das ist. Ah, warte mal, so. Ah, warte. So geht das. Wenn man die Nase ein bisschen entnast. Ja. Naja. Ich habe so einen kleinen Hubbel, ne? Wisst ihr, wo ich diesen Hubbel habe? Ich hatte früher keinen Hubbel. Und dann ist mir Christoph ist mir beim, der ist im Freibad direkt nach mir gerutscht und ist mir dann mit dem Knie auf die Nase geknallt, hat richtig geblutet. Und vorher hatte ich keinen Huckel und seit diesem Unfall habe ich so einen kleinen Huckel. Und dann hier habe ich eine Narbe. Ah, warte. Hier. Hier an der Lippe. Seht ihr nicht, weil die Kamera unscharf ist. Aber da habe ich so eine Narbe. Und zwar habe ich da Fußball gespielt in Dänemark. Jugendfußball-Cup in Dänemark. Dana Cup, Mannschaften aus ganz Europa. Und wir haben irgendwie gegen irgendwen aus Europa gespielt. Slowenischen, whatever. Und Christoph war am Tor und ich, der gegnerische Spieler spielt einen Ball Richtung Torwart und ich block den angreifenden Spieler, block ich mit meinem Körper und der Torwart Christoph kommt raus, um sich den Ball zu schnappen und ich block hier so ein bisschen mit dem Körper den Verteidiger, damit er nicht vor dem Torwart an den Ball kommt und der hat aber, fand das aber scheiße und schubst mich in den rauslaufenden Torwart rein. Und ich knalle mit dem Gesicht auf das Knie von Christoph. Und hab mir dann mit meinen Vorderzehen hier reingebissen. Hab mich selber aufgebissen. Und dann hatte ich hier so ein, musste genäht werden.
Und jetzt habe ich mein Gesicht ist entstellt. Ohne Christoph wäre ich ein schönerer Mensch. Vielleicht ein Model. Vielleicht wäre ich Model. Aber es war beide Male Christoph. Und ich weiß nicht, ob man Leute noch verklagen kann, weil ich arbeite in den Medien und wenn ich schöner wäre, würde ich mehr Geld verdienen. So. Aktueller Stand, sagen wir mal so, bei einem Phantombild würde die Polizei nicht nach Nils suchen. Ja gut, Leute, aber mehr was Besseres kriege ich jetzt nicht hin. Ich finde, das ist okay. Die Friese ist natürlich, was ist das für eine Friese? Man weiß es nicht. Ich finde, sollen wir jetzt einfach mal anfangen zu spielen? Seid ihr so halbwegs zufrieden? Es sollte ja auch erstmal nur ein bisschen zeigen, was der Editor so kann. Der ist sehr mächtig, ein sehr mächtiger Editor, muss man einfach sagen. Der kann eine Menge. Check nochmal die Frisuren. Ja, okay, das ist als das Letzte, was wir machen, ist die Frisuren zu checken. Mehr machen wir nicht mehr. Und dann fangen wir mal an. Ja, Frisuren, das ist halt die Frage, ne? Also da ist ja nichts jetzt bei, was... Ich habe ja auch gerade jetzt nur die ganze Mütze getragen. Das wäre hier Mark, also das ist eine Model-Frisur einfach. Guckt euch das mal an. Das ist einfach, sorry, aber da kann ich auch Model mit. Das ist ja ein Model. Oder? Das ist zu schön. Das kann ich nicht nehmen. Ich muss irgendwas nehmen, was ein bisschen abgefuckter ist. Aber da gibt es halt nicht so viel. So, was soll ich da sonst? Also die Alternativen sind relativ rar gesät. Kann ja nicht so gut scrollen. Da sehe ich jetzt nicht auf dem. Ich sehe da nichts. Aber ihr seht ja auch nichts. Entschuldigung, ich mache mich mal wieder kleiner. Ihr seht ja gar nichts. Ja, ich bin weg. Hilfe. So, meine Frisur ist ja auch gerade in keiner Weise repräsentativ. Aber ich finde da diese komische Köderfrisur, das ist 28. Ja. Ja, eines Tages vielleicht. Ja, also, sorry, 23. Das ist die He-Man-Frisur. Guck mal. Nee, das ist Undercut, ne? 22. Hier aber, ey, das ist He-Man. He-Man. Na 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 He-Man. Wollen wir die He-Man-Frisur nehmen? Ey, die Frisur, also ihr müsst abstimmen jetzt im Chat. Entweder diese hier, He-Man, oder die wir gerade hatten, weil die andere ist zu schön. Also entweder 18 oder, was war das, 23. 18 oder 23. Knapp, knapp, knapp. Okay. Ey, das geht. Ich muss eine kurze. Nicola, bist du da? Ich mache jetzt eine ganz kurze Umfrage. Was willst du im Spiel erreichen? Wenn Gerechtigkeit die Antwort ist, dann 23. Okay, wir machen eine ganz kurze Umfrage. Ich muss das aber hier selber machen. Oh fuck, kriege ich das hin? Springt mir das Spiel hier raus. So. Ganz schnell. Und dann fangen wir an zu zocken. Die letzte Amtshandlung ist. So, Frisur. Fragezeichen. So, 18 ist die normale. Und 23 ist He-Man. So, jetzt könnt ihr mal eben eine Minute kurz und dann zack. So. 18 ist die wir davor hatten und 23 ist die He-Man-Frisur. Und jetzt könnt ihr mal mitentscheiden. Und wenn ihr das nicht entscheiden wollt, entscheide ich das einfach. So einfach ist das. Nils, du läufst dann sehr lange so rum, überlege es dir gut. Gibt's da keine Frisurstube?
kann man da nicht sagen, ja, ich möchte gerne mal eine andere Frisur haben. Okay, aber ich sag schon, ich sehe schon, ihr geht so Richtung Unentschieden. Dann entscheide ich das natürlich. Oh. Ihr seid so krass. Okay, 50%. Ich sehe schon, ihr wollt mir die Entscheidung überlassen. Kein Problem. 50%. Frisur in-game gibt es. Gibt einen Friseur. Ah, okay. Das sieht ja so scheiße aus, ey. Er sieht schon wirklich immens scheiße aus. Aber natürlich behalten wir dann diese Frisur. Ihr wolltet He-Man, ihr kriegt He-Man. He-Man. Ihr könnt euch nicht identifizieren, oder? Seid doch ehrlich. So, das wäre diese normale Frisur. Und blond, ne? He-Man ist schließlich ein Prinz. Ja, aber dann müssen wir tatsächlich, wenn wir jetzt sagen, wir machen das, dann muss natürlich eigentlich die Haarfarbe mehr He-Manig sein. So gelb-blond. So. Das ist dann He-Man. Warte. So. Was? Ey. So. Ne? Dann sind wir so. Das ist es jetzt. Gut. Das ist unser Charakter. Jetzt haben wir gezeigt, wie kann ich das jetzt speichern? Abschließen, Alt. Oh, jetzt muss ich noch eine Laufbahn machen. Detaillierte Anpassung, Laufbahn. Ah, das wird interessant. Also, ich sag euch mal, worauf ich Bock habe. Ich bin schon auch so ein Bogenschützentyp. Und ich bin aber auch ein Magiertyp. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock auf Bogenschütze oder Magier. Das Interessante an Magiern ist, die haben wahrscheinlich so richtig coole Effekte. Was ist so eure Meinung? Welche Richtung gehen wir? Kämpfer ist halt, glaube ich, so ein bisschen da. Der kann ja auch Dark Souls spielen, oder? Kann ich später ändern. Bogen. Dieb. Bogen. Du kannst wechseln. Ich sehe viele Bögen. Kämpfer sehe ich auch. Magier sehe ich auch. Bogen. Ah, viele schreiben Bogen. Sonst ärgerst du dich ohne Bogen. Bogen habe ich noch nicht so oft gesehen. Ich kann später alles kombinieren. Okay, pass auf. Wir nehmen den Bogenschützen. Und die Stimme. Tapferer Held. Was? Ich kann mich nicht Probe hören? Achso, der Sound ist runter, deswegen. So, jetzt müssen wir mal Probe hören. Warum? Hallo? Warum hört man denn nicht einen vernünftigen Satz, sowas wie: Hallo, mein Name ist Ungalf und ich bin der Schmied des Dorfes. So, da kann man doch die Stimme, aber das ist doch, jeder kann... Das klingt schon eher wie He-Man. Ja. Das ist ja so lächerlich. Das ist doch nicht euer Ernst. Edler Ritter. Tja. Wie klingt ein edler Ritter? Ah.
Nein. Unbeugsamer Sieger. Das ist eine Frauenstimme. Nee, ich bin eher sowas wie ein... So, wir nehmen jetzt den Ritter. Okay. Let's go. Ach so, Alter 20. Ja, das habe ich aber nicht jetzt gesagt. Na, egal. Im Spiel ist es besser, wenn wir ein bisschen jünger sind. Name. So. Wie heißen wir denn? Heißen wir He-Man? Wilbald He-Man? Wilbald He-Man? Ach, geht nicht. So, Wilbald. Haben wir Wilbald immer mit 2L geschrieben eigentlich oder mit einem L? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir Wilbald? Nee, wir haben noch Wilbald. Haben wir so Wilbald geschrieben? Wilbald. Spätisch beschädigen. Beschädigen. Und Spitzname. Oh, geil. Gibt's He-Man unter H? Harrison Hawk. Harry. Henry. Gibt aber kein... Was ist mit Adam? Prinz Adam. Adam! Okay, Adam geht, aber vielleicht gibt's ja auch einen Wilbald. Das müssen wir natürlich erstmal gucken. Sonst nehmen wir Adam, wegen Prinz Adam. So, jetzt können wir auch gucken, ob es den... Oh, Will! Das ist ja fantastisch! Es gibt eine Will! Ja, klar, Wilbald, Spitzname Will. Das ist ja fantastisch. Das passt. Let's go! Let's go! Ja, Mann! Hey, Will! I like that look in your eyes. Tis queerly brazen for a pawn. What? Okay, wenn du meinst. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Mm-hmm. Okay, das sind wir. Alter, wir sind einfach ein Model. Komm, erzähl mir doch nichts. Guckt uns doch mal an. So, ich aus irgendeinem Grund spiele ich jetzt mit Maus und Tastatur. Ich grüße die Wache. If you are in need of aid, pray say the word. I would fain aid you if you are in need. Wie bitte? Ich bin doch gerade aus dem Knast gekommen. Die Wache? Never ever ist die Wache so freundlich. Ich schieb die Wache in den Knast. Pass auf. Hey, Papi, nicht, nee, du gehst in den Knast, habe ich gesagt. Rein mit dir, rein, rein, los, keine Widerrede. Hier, Jungs, das ist die Wache, die euch die ganze Zeit über geärgert hat. Die könnt ihr jetzt mal auseinanderpflücken. So, du bleibst da drin, die Tür geht zu. Tschüss, Nerva. Hey, du bleibst, geh da wieder rein. Na gut, ich verzeihe dir. Pray. Do as he says and get in line. 'Tis for your own good, I say this. You do not want to invoke the Overseer's wrath. Ich hatte das Gefühl, dass du... Naja, egal. Tschüss, wir gehen da durch diesen Tunnel hier. Ich spiele jetzt gerade mit Maus und Tastatur, obwohl ich einen Controller angeschlossen hatte. Aber ich hatte das irgendwie gerade in der Hand. Können wir laufen? Nee. Wir sind ja aber wirklich tief in den Katakomben. Wie ist der Sound? Ist es zu leise, zu laut? Ich grüße. Achso. Ist wie beim Blackjack, ne? Da darf man beim Mischen auch nicht miteinander sprechen.
So, Wilbald stiefelt los. Guck mal hier, was für eine tiefe Höhle. Oh, es gibt eine kleine Sequenz. Das Loch. Ja, ja, ich bin schon da. Lass mich in Ruhe. Also er ist nicht von der spritzigen Sorte. Er lässt sich hier Zeit, auf jeden Fall. Aber er hat diesen selbstbewussten Heldenschritt. Guckt ihn euch an. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. Weißt du, mit wem du redest? This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Na gut. So, jetzt darf ich auf einmal laufen. Was graben wir hier aus? Sind es altertümliche Tempel? Sind es Dinosaurierknochen? Den habe ich ja gefressen, ne? Den werde ich irgendwann töten. Es wird nicht mehr lange dauern. Das sind immer die schlimmsten. Hebe einen Felsen noch. Okay, ist egal welchen. So Leute, die so... Wahrscheinlich ist er selber auch mal ein Gefangener gewesen und ist dann aus der Schar der Gefangenen rekrutiert worden, um hier den Oberaufseher zu spielen. Okay. Dann mache ich mal diese Lakaienarbeit hier. Oh. Laterne. Gib mir mal den Sternstein. Pray, ask one of the other pawns. Okay, ich hätte gedacht, vielleicht wenn dem wir den Stein gibt. The vicinity is quite cluttered. Pray leap over aught that poses a hindrance to you. Ja. Oh, hier. Für He-Man gar kein Problem. Wir alle wissen, eine von He-Mans größten Talenten ist es einfach Geröll zu schmeißen. Ich kann auch nicht springen mit dem Stein. Ja, obwohl He-Man kann das. Haben wir gesehen. So, wo soll ich den bringen? Hier, ne? Ja, ich bringe Stein. A job well done. Now the next step is to... Oh, was ist das? Drachenangriff. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Ja, ich mag, wie die reden. Ich komme! Ich überhole alle. Das sieht mir aus wie ein Drache. Ne, Medusa hier. Ne, wie heißen die? Medusa, ne? Doch. Nicht angucken, du wirst zu Stein, wenn du sie anguckst. Nicht angucken! Oh, seid ihr doof. No, the damn thing's been awoken. You but fell that fiend, even at the cost of your lives. Ihr müsst das Schild nutzen als Spiegel, damit sie sich selbst zu Stein verwandelt. Oh, guck mal hier. Wilbald greift zu. Sein erster Bogen. Es fühlt sich an wie eine dritte Hand. Geschmeidig und kraftvoll. Was? Wäre die Bestie ab. Okay. Ich will aber... Wie kann ich denn jetzt... Ruhiger Schuss. Ah, ja, so ist geil. Au. Okay. Ah ja. Bleib stehen. Medusa zappelt. Was?
Ich muss erstmal lesen, was da steht, ne? Mein Gesicht. Das Hexengesicht. Ich hab dieses Fass kaputt geschossen. So, ich kann irgendwas in die Hand nehmen und auf sie schleudern. Ich nehme mal hier was. When delivering targeted strikes, I would recommend killing Twar. Au. Dann schleudere ich was anderes. Nähere dich einem Gegner und drücke E, um ihn zu ergreifen. Kann ich auch Stein-Johnny nehmen? Warte, ich experimentiere doch noch. Sie ist tot. Nein, sie lebt. Sie ist wütend. Phase 2. Was will sie? Warum ist sie überhaupt hier? Da geht's Schlangen. Sie haut ab. Ich hab sie vertrieben. Alle feiern mich. Wilbald, du hast eine großartige Arbeit abgeliefert. Glückwunsch. Das sehe ich auch so. Schließlich bin ich ein Held. Ich kann hier nicht ewig in dieser Grube da keine Arbeit machen. Okay. Ey, das ist der Falsche. Ich bin der Held. Ich hau ab. Oh, you! Get back here! This way, Arisen! Come this way! Ich sprinte. Let us flee. Ich fliehe. Obwohl das eigentlich unter meiner Würde ist. Renn um dein Leben. Ich könnte mich zur Wehr setzen, ich hab einen Bogen. Oh, ich muss die Kante runterspringen. Jump! Oh, wow! Ob man das einfach so überlebt? Ich bin mir nicht so sicher. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Yes! Das gefällt mir gut. Don't just stand there! Shoot it down! Und Angriff. Nee, ab. Wir hauen ab. Finde ich gut. Das ist eine gute Lösung. Naja, also diese astrale Figur hat uns jetzt erstmal gerettet. Das heißt, wir stehen in seiner Schuld. Und die müssen wir jetzt erstmal abarbeiten. So, jetzt sind wir... was ist das für ein Fantasy-Wesen, auf dem wir gerade sitzen? Ist das ein Wyvern oder ein Greif? Was ist das? Halb Löwe, halb Adler? Das ist ein Greif, oder, ne? Wie war das noch? Greif? Greif, ne? Greif an. Ne, er greift wieder nicht an. Er fliegt davon. Vielleicht sollte er da nicht Greif heißen, sondern Flieh. Aber das ist schon ganz geil. Auf dem Getier würde ich auch gerne mal fliegen. Oh, ist sie Love Interest? Nee, ne? Oh, hier. Über Game of Thrones. Nee, nee, ey, bist du des Wahnsinns? Wehe, 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 wehe. Du, Alter, du. Oh, oh. Alter, du. Ne, never, du miese. Alter Schwede. No way, ist das gerade passiert? Oh, macht mich das gerade sauer. Mein erster Besuch wird da exakt. Nee, die hau ich um. Meine Rache wird fürchterlich sein. Das ist das Mieseste, was ich je erlebt habe. Das kann doch wohl nicht deren Ernst sein. Der hat niemandem was getan. Diese Zerstörungslust, die diese Menschen dort... Okay. Erstmal bin ich jetzt richtig sauer.
Boah, aus dem Nix. Wie der niemandem was getan hat, der hat uns nur gerettet. Rachegelüste aktiviert. Oh, bei der, was ist das denn? Tentakelsuppe. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Der ist sehr selbstsicher, obwohl er in einer sehr... What happened here? Ja. Die Frau hat den Greifen ermordet. Ich möchte einen Mord melden. Ich kann sie genau beschreiben. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Ja, das ist richtig. Was it you then? The one who was riding on its back? Das. It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Ja, ist nett. Der erinnert mich an irgendwen. Ultramin, okay. Ja, geil. Lass die Finger von meinem Greifen. A single bolt from a ballista. And well aimed at that. Must be one of Sir Leonard's from out of Melv. Sir Leonard. Alles klar. Du bist der Erste auf meiner Todesliste. This will be a right mess to clean up. Who knew there'd be a cavern round here? Oh, da ist eine Höhle? Ah. Hinter dem Greif ist eine Höhle, die er mit seinem Federwerk verbirgt. Ja, oh Mann, das arme Tier. Ein beeindruckender Schnabel, muss man ihm lassen. Saphir, blaue Augen. Tja, der ist hinüber. Ja gut, dann folgen wir mal dem freundlichen Rittersmann. Und, oh, warte, Schatz, Kiste. Arzneitrank, nehme ich. Where exactly is this jail you say you escaped from, anyway? I've never heard of such a place. There's certainly naught like that here in Vermont. Nee. Could it be you were held in the neighboring country of Natal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Natal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Oh, angreifen. Fie! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. Was? Steuerung plus, um meine Waffenfertigkeit zu aktivieren? Find your strength blank, buy the curative, oh, geil. Have a bit of greenwash. Nutze... Was? Rechts, links. Where are you going? Oh, geil, okay. I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Oh, geil. Gibt's Treffer? Ey, mein Freund, was ist denn mit... Du bist ja wahnsinnig. Hier ist in den Kopf gedallert. So, und jetzt? Kopf. Ja, Mann! Ich hab's... geschafft. When one of the fiends comes, best guard or dodge. Else, there are oft items to be scavenged. Okay. Was habe ich jetzt? Getragenes Gewicht? Ja, das kann der Chat mir sagen. Das lesen wir jetzt nicht durch. Aber ich muss ein bisschen meine Grundhaltung kampfbereit. Bin ich jetzt, ihr seht das, ein bisschen XEs ergreifen. Die sehen ganz schön ekelhaft aus. Rid us of it ere long. Heißt nicht im Englischen Lineal Ruler? Ich glaube ja, oder? Ruler ist doch das englische Wort für Lineal. Könnte man da nicht ein Lineal auf den Markt bringen? Mit so einem Knopf drauf? Und wenn man da drauf drückt, dann sagt das I am your ruler. Das wäre doch bestimmt so... Mathematikverdrossene, richtig geiles Gimmick.
much of its prosperity to the sovereigns who have served it over time. Na gut. Gibt's hier Fische oder was? Hab ich jetzt gefunden? Oh, einen richtigen Lachs! Schwächungen sind negative Status mit Effekten wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch Feinden zugefügt werden. Was große Vorteile im Kampf bringt, ziehe den Eintrag jeder Schwächung zur Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Ich habe einfach mal einen Uferfisch gefangen. Ja, habe ich direkt diese Kräuselung im Wasser entdeckt. Ne? Das ist einfach das Auge des geschulten Jägers. Und auch hier sehe ich irgendwas blinken. Bestienhaut. Oh. Erstmal die Eier zerstört, weil wer weiß, was daraus schlüpft. Das kann nur eklig sein. Oh. Powerschuss. Ich hoffe mal, Kopfschuss bringt mehr Damage, oder? Es macht einfach dann viel mehr Spaß. Es muss Trefferzonen geben. Weil Bogenschützen macht nur Bock, wenn man Trefferzonen hat. Und so richtig geil den Kopf schießen kann. Deswegen macht es, glaube ich, auch als Bogenschütze schon Sinn, mit Maus und Tastatur zu spielen, weil man mit Maus doch ein bisschen präziser sein kann in aller Regel. Es sei denn, es gibt Auto-Aim, weiß ich nicht. Du hörst, wenn du die Schwachstelle triffst. Ah, vermutlich gibt es je nach Kreatur unterschiedliche Schwachstellen. Zum Beispiel der Siebenläufer, der bekannt dafür ist, dass er einen schwachen siebten Lauf hat. Den muss man natürlich dann in den sogenannten Siebenlauf schießen. Das ist doch eine Pflanze, die man sammeln kann. Nur mal als Test, oder? You can't just run off now. Ja. Mach ich nicht. Ich wollte nur gucken, ob ich das hier sammeln kann. Den Grünlattich. Den Grünlattich. So, ich habe einen schönen Grünlattich noch dabei. Da ist die das? Oh, er ist schockverliebt. Guck. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. Ich bin der Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Ich komme. Aber ist sie die unheilvolle Schergen, die den Greif... zerschoss? Nein, ne? Die ist zu elegant. Die steht nicht an so einem komischen Katapult da. Das war die nicht. A gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Er sieht so dämlich aus. Es tut mir wirklich leid. Er sieht wirklich einfach sehr dumm aus. Sehe ich so aus? Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have. Der sieht einfach verdammt dümmlich aus. Aber hey. Er muss ja nicht stark sein. Oder schlau. Er muss einfach nur gewinnen. Du wirst nun deinen Hauptvasall herbeirufen, den treuen Gefährten, der dich durch dein Abenteuer begleiten wird. Wie soll er aussehen? Versuche dir sein Erscheinungsbild vorzustellen. Du kannst entweder mit einer Voreinstellung beginnen oder deinen Vasallen aufgrund neu. So, wir wollen natürlich nicht schon wieder einen. Oder wir könnten uns einen schnellen Vasallen bauen. Kurze Frage. Dieser Vasall, ne? Den kann man doch, es gibt auch so einen Code. Also wenn man sich einen Vasallen baut, dann bekommt man einen Code und dann kann man den laden und zusammen, dann kann man den Vasall anderer Leute bei sich im Spiel implementieren. Das ist natürlich jetzt die Frage. Gibt es einen richtig coolen Vasall, wo ihr sagt, probier den mal aus oder bauen wir uns einen eigenen und ihr könnt den dann haben? Wir machen einen neuen. Ja, wir gucken mal, pass auf. Wir gucken mal, was jetzt geht.
So eine richtige, so ein Riesen zum Beispiel. Boah, ich bin riesengroß. Aber so ein, dann so ein elegantes Gesicht. Ich bin es. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen langweilig, ne? Ich habe mir einen... Oh, einen Gun, einen ganz kleinen... Oh, und das ist eine super Idee. Klein Magier gefällt mir. Ich brauche natürlich jetzt einen Code, ne? Wenn ihr keinen Code vorrätig habt, dann geht das ja nicht. Pass auf, ich fand das eben mit dem Magier ganz, eine ganz geile Idee. Ein kleiner Magier. So, und dann so. Das ist der kleinste hier, oder? Aber dann muss der so richtig... So ein ganz verknauseriger... Also wenn man Florentin bauen... Oh. Oh, jetzt kommen wir in ein Gebiet, was ganz interessant ist. So einen richtig alten Hexenmeister. Der eine war schon so... Ich wollte gerade sagen, wenn man Florentin bauen will, dann wäre der eine die Base auf jeden Fall. So, wollen wir so ein... Die Frisur ist einfach auch ziemlich geil. Helmut Kohl. So, was haben wir denn hier? Nee. So, der soll aber richtig dick sein. Körper, mini klein, Rumpflänge. Nee, jetzt nicht so eine Quatschgeschichte hier. Muskelkraft hat er nicht. Er ist, aber das, okay. Größe Trapezmuskel. Der hat keine, nein, der hat keine Muskulatur. Der soll einfach fett sein. Ja, das ist ein bisschen mehr. Ja, ich will, dass der ein bisschen fett ist. Aber der ist nicht besonders stark. So. Was brauchen wir noch? Oberkörper. Ah ja, hier. Brustdicke. Rumpf. Ein kleiner, dicker Zauberer. Oh, entschuldigen Sie. Armgröße. Oh, Mann, ich übertreibe. Armdicke. Ja, Unterarmdicke. Ja. So einen kleinen, dicken Magier will ich. Okay, dann Unterkörper. Was haben wir? Wir brauchen natürlich so richtig stämmige, dicke, stämmige Stemmbeine. Taillengröße. Po-Größe. Nee, okay, es soll jetzt nicht affig aussehen. Es soll schon halbwegs möglich, es soll halbwegs möglich sein. Was? Ey, wir sind noch nicht fertig. So, was haben wir noch? Körper. Oh, Körperhaltung. Bewegungs. Nee, der muss so richtig gebrechlich aussehen. Bewegungsstil. Wie sieht man das denn? Der soll den gebrechlichen Bewegungsstil. Obwohl, er hat auch so einen Forschen. Der ändert sich auch gar nichts. Ellbogenwinkel. What? Was ist denn das für ein... Ja, das lassen wir mal so Kniewinkel. Oh, schon wieder so Spratzgeräusche. Wo kommen die denn her? Kopf. So, Größe. Der Kopf muss größer. Das muss... Ja, der braucht ein bisschen größeren Länge. Kopf. Der ist schon okay. Eher ein bisschen breit. Tiefe Kopf. Weiß ich nicht, was verändert das? So, höhiges Gesicht. Ja, das kann normal sein. Einen dicken Hals. Auf jeden Fall einen sehr dicken Hals. Ah, die Länge der... Nee, Länge kann normal sein. Okay. Finde ich gut. So. Was braucht er noch? Nase und so viel. Können ihn so nehmen. Okay.
Ja, ich finde ihn schon ganz okay. Was ist mit einem Bart? Vielleicht so ein kleinen. Ja, so, hier so ein. Sowas hier, so ein. So ein. Was hat er denn für ein Bart? Das muss. Sicher so ein. So, ja, so ein hier. Jawolski. Ja! So, welche Farbe hat der Bart? Grauen Bart? Und das Haar auch grau dann noch? Oder wie sieht's aus? So. Wie ist das, die Frisur? Da muss ja auch eher dann so... Ja, so ist gut. Graue Haare haben auch. So. Und wir kriegen ihn leider nicht kleiner. Das ist ein bisschen schade. So, er ist natürlich massivst behaart. Und hat so richtig schöne graue, ja, sehr gut. Und sehr dichte, jawohl, das gefällt uns. Sehr dichtes, pelziges Gewuchs. Und dann hat er, was gibt's denn noch? Nee, da brauchen wir jetzt, das ist okay. Tattoos braucht er nicht, das ist albern. Ich würde ihn nur gern halt, er soll ja wirklich klein sein, ne? Aber ich krieg ihn nicht kleiner als das. Und das ist ein bisschen schade. Obwohl er doch auf 1,60 kriege ich ihn gerade noch. Und vielleicht kann man die Beine noch ein bisschen kleiner machen. Unterkörper. Beingröße. Ah ja, da sieht man, ja genau, der hat noch zu große Beine. Die Beine, nee. Ah, Mist, okay. Das ist nicht, das ist nur die Dicke der Beine. Leider kann ich die nicht kleiner machen. Das ist nur, wie dick die sind. Na ja, gut. Ja, dann nehmen wir den so, wie er ist, oder? So. Den nehmen wir jetzt. Was können wir noch mit dem anstellen? Eyeliner, Windschatten. Körper runter. Wie? Ich glaube, das geht nicht, oder? Wo soll das sein? Kann ich nicht. Auch bei, ja, okay, das kann ich machen. Ja, stimmt. Gut, ich kann die. So, ja, das kann ich machen. Stimmt, dass er sehr kleine Beine hat. Das kann ich machen. Aber er muss ja auch nicht. Wisst ihr was? Er muss ja nicht unbedingt. Er kann auch einfach ultra stark sein. So, ja, so ist es, ne? Ah, guck mal hier, Oberkörper, Unterkörpergröße. Ne, das ist einfach nur wirklich, wie fett der ist. Das ist nur, wie fett der ist, guck. Ne, der muss richtig fett sein. So. Ja, finde ich gut. Aber der muss so ein Magier oder sowas. Körperhaltung gebeugt, geht das? Wo steht Körperhaltung? Gibt es das wirklich, Körperhaltung? Da, Körperhaltung, geil. Warte, Körperhaltung, da. Oh ja. Kniewinkel. Ja, so ist doch okay. Ich bin richtig sauer. Ich hab gar keinen Bock mehr. So, sind wir zufrieden? Geht doch, oder? Wir freuen uns über Remi. Und Tika, hat Tika eigentlich Geburtstag heute? Happy Birthday, Tika. Ich glaube, du hast Geburtstag heute. Happy Birthday, Tika. Ich finde, wir sind fertig mit dem. So, der sieht gut aus. Abschließen. Rasse, Körper. Oh, warte, Körper? Achso, das haben wir ja schon. Das haben wir alles gemacht. Laufbahn. Oh ja. Okay. Kämpfer. Bogenschütze. Magier. Ist das... Dieb. Der ist natürlich Magier, ne? So, Magier. Wesensart. Gutherzig, besonnen, schlicht. Ja, geradlinig. Geradlinig. Ja, der ist auf jeden Fall,
sehr geradlinig. Ey, hör auf jetzt. Und die so Stimme. Ja. Fröhlich in dem Leben. Der ist doch nicht fröhlich. Hallo? Oh, das! Den nehmen wir. So, kann ich dir noch einen Namen geben? Fertig. Gutherzig. Schlicht ist auch extrem unfreundlich. Gutherzig, sagt Dr. Handzahm. Nee, immer das Gegenteil von dem, was man erwartet. So, der müsste noch einen Namen haben. Jetzt wird's interessant. Wie wollen wir den denn nennen? Wie wär's mit... wenn man sich den so anguckt... Ansuil möchte, dass wir ihn Ansuil nennen. Ja, oder irgendwas ganz Graziles. So wie Stefan. Also irgendwas, was überhaupt nicht passt. Sowas wie... Was Zartes. Bob von Bingen. Alf. Winsort Eckbert. Günther. Günther ist gut. Oh, Günther. Susi. Susi. Jean-Luc Van Damme. Finde ich auch gut. Der ist ja, was kann der? Der ist ja ein Magier, ne? Wie wär's denn mit Mark Gier? Mark Gier. Weil er versteht, weil er ein Magier ist. Justus Jonas? Zaubert? Uwe. Sigi. Das K klingt so hart. Mag Gier? Weil er mag ja auch Gier, ne? Er ist ein Magier, er ist gierig, er mag die Gier. Sören. Sören mag ich auch. Nikola, nein. Sehr guter Name. Ich nenne ihn jetzt Magier. Weil er ist Magier. So, Magier, Spitzname. Was haben wir denn hier für Spitznamen? Dann müssen wir mal. Gucken wir mal bei M. Mark. Da ist es doch. Geil. So, let's go. So, das ist unser. Hallo. Ja, er trinkt auch gern mal einen Schnaps. This world is connected to innumerable other realms beyond the rift, which pawns such as myself are able to traverse. Okay, verstehe. Alles klar. Danke. My kind is duty bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds to your benefit. Finde ich gut. I myself look forward to traveling alongside you and using my experiences beyond the rift to enrich your adventures. Geil. Well, I'll be a pawn summoning before my very eyes. So ist es. You truly are the Arisen, then. Strange. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. Haben wir lauter gemacht. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. Wisst ihr, an wen er mich erinnert?
Jetzt weiß ich, an wen er mich erinnert. You've no memories, you say. Ja, ein bisschen an... Ja, doch nicht. Mayhap you could make for Melv, then. It was set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Will er mich zu dem Drachen lotsen? Ist doch gefährlich. Robb Stark aus Game of Thrones. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Stimmt. Riftsteine. Durch das Berühren eines Riftsteins kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsverlassen. Ach, echt? Hail, Arisen. Hail. Pray, ask all you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Meine erste Frage ist, wer hat mein Reittier zerschossen? Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the rift stones that we might aid you, Arisen. Okay. Ja, finde ich gut. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Okay. Rift stones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, by their power shall we return to our own. 'Tis the name given to fate's chosen, those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Is the name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, okay. I am afraid you... Very well. May fort... Tschüss. Okay. Wie wär's, wenn wir erstmal ein bisschen was zum Anziehen bekommen? Ich bin ja ganz offensichtlich der Auserwählte. Und ja, du zum Beispiel könntest mir mal deine Klamotten geben. Vasallen? Und du musst niemals alleine reisen. Vasallen sind immer bereit, dich zu begleiten. Als Erweckter beschwörst du einen persönlichen, treuen Vasallen, deinen Hauptvasall, der an deinen Abenteuern teilnimmt und mit dir an der Seite neue Stärken und Fähigkeiten gewinnt. Du kannst auch die Hilfe von Vasallen in Anspruch nehmen, die Erweckten in anderen Welten dienen. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Vasallen sind nicht ganz von den Befehlen des Erweckten abhängig und sammeln Materialien und stürzen sich in den Kampf aus eigener Initiative. Geil. Ja, finde ich gut. Oh, sie können in andere Welten reisen. Hm. Nö, das glaube ich nicht, dass Magier da nicht willkommen ist. Wesensarten. Es gibt 4 verschiedene Vasallen-Wesensarten. Ja. Gutherzige Vasallen. Diese Vasallen achten sehr auf dich und ihre Verbündeten und helfen sofort, wenn jemand in Not ist. Im Kampf sind sie vor allem unterstützend tätig, halten Feinde fest und wirken nützliche Verzauberungen, loyal und pflichtbewusst. Sie treu ergeben, besonnen. Diese Vasallen sind strategische Denker, auf die du dich in jeder Situation stets verlassen kannst. Im Kampf geht es ihnen ums Überleben. Sie bevorzugen Verteidigung und Ausweichen und wenden clevere Taktiken an. Und die Schlichten. Diese Vasallen sind ernst und abenteuerlustig und sorgen auf deiner Reise stets für neue Entdeckungen. Von Neugierde nur so strotzend sind sie äußerst aufmerksam und neigen dazu, vor allem Gegenstände zu sammeln und ihre Umgebung zu untersuchen. Außerdem sind sie von Natur aus großzügig und verschenken Sachen. Gradlinig haben wir. Diese Vasallen sind aufrichtig und impulsiv und machen die gemeinsame Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis. Durch ihren Kampfgeist sind sie gut darin, Feinde schon von Weitem zu erkennen. Sie stürzen sich in den Kampf und stellen sich auch großen Monstern mutig entgegen. Ihre kühnen Angriffe können das Blatt wenden, wenn alles verloren scheint. Ja, haben wir doch die richtige Wahl getroffen, finde ich. Wir wollen jetzt aber nicht nur lesen. Das ist hier offensichtlich eine Map. So. Schon wieder? So, das ist die Karte. Haben wir gerade schon mal angeguckt. Das ist der Weg, den wir zurückgelegt haben. Oh, guck mal hier. Ist das hier der Knast, dem wir entflohen sind? Vermutlich, ne? Und dann sind wir hier geflogen
Flieg, flieg, flieg. Flieg, flieg. Naja, ich weiß es nicht mehr. Jetzt sind wir jedenfalls hier. Das ist alles, was zählt. I am attentive and loyal and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Ja. Okay. Den könnten wir anheuern für 0 Ecken. Der ist nämlich jetzt gutherzig. Ja. Oh, da ist Vasallen-ID. Das sind die vorgefertigten Johnnies. Warte, dann rede ich mal mit meinem Johnny. Da kann ich euch jetzt... Wo ist er denn? Da. Mit Mark. Ey, ich will mit Mark reden. Da. Master, I've not more to say. Pressing me further shan't change that. Ja, ich... Ich will mal... Where to next, Arisen? I'm not sure I've any idea. Okay, ich wollte mal sehen, was der hier für eine Dingsbums hat. Wo kann ich denn diese ID sehen? Wie viel Vasallen habe ich dabei? So ein Nahkämpfer wäre schon mal gar nicht... Oh, hallo. Hey. Oh, da kommt Mark angezwackelt. Oh ja, schau mal hier. Axel. Mhm. Daenerys? Okay, von wem sind die denn? Wer, also kann mir doch keiner erzählen. Also eine Frau, die Axel heißt. Und hier Daenerys, Stufe 9, ist Lady. Von wem sind die denn? Sind die von euch? Ist Lady Wasabi? Daenerys? Ich kann noch 2 dazu nehmen. Woher, von wem sind die denn? Die ist voll teuer da. 553 Mark gebe ich nicht aus. Waffenfertigkeiten, Spezialisierung, Vasallenzeichen, Benutzername. Okay. Wo sehe ich denn Freunde? Auf gleichem Level kosten die nix. Ah, verstehe. Ja, alle von anderen Spielern, ne? Ich will aber dann so einen Kämpfer haben. Oh, ein Kämpfer. Das ist ein Schurke, eher so ein hier, weiß. Explosion. Oh, ein Nahkämpfer. Mit F nochmal Stein nutzen. Nach einem Vasallen suchen. Einzigartige Vasallen. Ah, okay, das sind dann aber keine Freunde, ne? Vasallen von Freunden. Oh, guck mal hier. Aha, das ist ja lustig. Das ist ja abgefahren. Atriu. Maxim der Dieb. Hahaha, Maxim. Okay. Da sieht man, was sie können. Sieht man aber auch von wem. Ich kann mir schon... Ah, da sieht man das. Okay, B. Frieda. Finde ich sehr gut. Von Maurice. Maxim ist klar. Timo Bornheimer. Pete Smith, alles klar. Bell. Alanius Varkos. Etienne, das wusste ich, dass er... Der hat nämlich Lars Erik gemacht. Koma Oma von Simon. Das hätte ich mir auch denken können. Alles klar. Logistiker, Wundarzt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall so einen Kämpfer, ne? Das wäre ja, sind der da oder Atrio. Der ist, den darf ich nicht, der ist Stufe 24. Okay, wie ist das denn? Darf ich jetzt zum Beispiel, warte. Ah, der ist auch Magier. Nee, das ich. Ja, okay. Ich kann den leider nicht nehmen. Ich, 2 Magier ist ja Quatsch. Ich brauche einen Nahkämpfer. Also entweder in der. Warte. Nee. Okay, aber ist interessant. Meiner ist auch Heiler. Ich weiß gar nicht, was der genau macht, ehrlich gesagt. Aber interessant, interessant. Könnt ihr denn meinen sehen? Wenn ihr den haben wollt? Ah, ist natürlich nix.
So, okay, mal Laufbahn. Okay, da kann ich jetzt sagen, ich will einen Kämpfer haben. Und der Rest ist mir egal, dann kann ich schon suchen, oder? Stufe 2 bis 4. Wieso kann ich nicht suchen? Ich will nur Kämpfer. Kämpfer und Krieger. Hallo? Darf nicht suchen, egal. Aber ich habe ja auch welche da. Ich kann, jetzt haben wir das gezeigt. Dann kann ich jetzt einfach weiß nehmen oder... Da ist ja nur der eine da, nur weiß. Dann muss ich ja den nehmen. Beziehungsweise... Warte mal. Hören Sie sofort auf. Was war mit... Ja, Wanda geht noch klar. Nee, die ist zu teuer. Dylan, genau, Dylan. Können wir noch nehmen? Der war ja eigentlich recht nett. Der war auch freundlich, oder? Aber Barak ist zu teuer. Ah, die sind alle zu teuer hier, guck. Alle schon zu weit fortgeschritten. Ich will auch jetzt nicht mein ganzes Geld für einen Basallen ausgeben. Ich kann ja auch kostenloser haben. Boah, das ist aber geil, wie die hier alle rumstehen. Nein. Das ist ja lustig. Okay, was ist denn hier zum Beispiel? Warte, wo war der nette Typ gerade? Dylan. Stufe 2. Hi. It is a pleasure to meet you. So, jetzt könnte ich den für 0 Euro haben. Belohnung, Lazarussteinsplitter, Details, Erwecker, was, Anne, Benutzername, Vasallen-ID, also das hat ja auch irgendjemand gebaut jetzt, ne? Die ist natürlich, diese Person sieht etwas langweilig aus. Gesundheit, Outdoor, Ausdauer, Gewicht, maximale Last. Sieht aber ganz, also, ist halt ein Kämpfer jetzt, ne? Kann ich jetzt anheuern für 0 Euro, dann nehme ich den jetzt einfach. You have but to ask. Okay. So. Vasallenaufträge sind Aufgaben, die dein Hauptvasall jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und deine Belohnung für den Erweckten, der dein Hauptvasall anheuert. Ja. Okay. Wenn du eine Belohnung für den angeheuerten Erweckten festlegst, kannst du entweder bestimmte Gegenstände oder eine Goldsumme benennen. Ja, alles klar. Gut. Haben wir den jetzt, oder? Ich will jetzt, wie komme ich da jetzt wieder aus dieser Geschichte raus? Rift verlassen. So, Dylan. Dylan. Hier waren, okay. So, jetzt habe ich 2. Reicht mir das jetzt erstmal oder muss ich noch mehr haben? Kommen die jetzt mit? Was? Seht ihr das? Hier ist Fleisch. Was? Einen kann ich noch mitnehmen. Okay, dann haben wir einen Magier, einen Bogenschützen, einen Nahkämpfer und dann könnten wir... Die hier können wir auch mitnehmen, oder? Er ist auch noch ein Kämpfer. Er ist ein Kämpfer. Was war denn mit ihm hier? Mit dem habe ich auch schon mal gesprochen. I pray my efforts aid your cause. Ja. Da, gutherzig. Vasallenauftrag nicht festgelegt. Ah, ist von Capcom. So, die nehme ich jetzt einfach mit. Are you fit to travel? Ja. Jetzt habe ich 3 Leute hier. 2 Nahkämpfer, einen Magier und ich bin... Das ist doch gut. Alles klar. So, wo gehe ich jetzt hin? Da hinten ist ein Schwert. Ich will aber neue Klamotten haben. Die sind auch voll klein. Warum dürfen die so klein sein? Und mein Magier musste so groß sein. Hallo. Wer bist du? Ja, ich will Klamotten haben. Ah, ein Dieb wäre auch... Ja, ein Dieb hätte auch gut funktioniert, ja. Was hast du denn? Klamotten. Ich will schön aussehen, hat er nicht. Lampenöl. Utensilien, ich kann ja auch Sachen verkaufen. Was habe ich denn schon eingesammelt? So ein Fisch. Kriege ich 35 Gold für. Ich habe 0 Gold.
35 finde ich schon ganz schön viel. Pleasure doing business with you. Tschüss. Not buying? Was? Nee, that's just as well. Oh. Wir müssen regelmäßig in Gasthäusern. Ach du Scheiße. Better to be selective than wasteful. Hi there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. Mhm. Okay. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer einer Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Ah, okay. No hard feelings if you prefer it. We must rest, though the sun is still up. Wir müssen uns leider ausruhen. A moment long awaited. I knew 'twas only a matter of time before your skills reached a new height. They do say good things come to those who wait. Markier ist aufgestiegen. Begib dich nach Melf. Ich brauche eine Hose. Aber wohl, He-Man braucht keine Hose. So, was haben wir für eine Auftragsliste? So, im Nachspiel des Drachen, begib dich nach Melf. Du hast gehört, dass der Drache Melf angegriffen hat. Mach dich auf den Weg zum Dorf und sieh dir die Auswirkungen mit eigenen Augen an. Das mache ich natürlich. Auf geht's nach Melf. Da sind wir. Ist das Melf? Wird angezeigt. Da. Ist das Melf? In die Richtung vermutlich. Ich kann mich hinsetzen. Okay, wir gehen jetzt einfach hin. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Das gefällt mir gut, aber ich hatte gar nicht mit dir... Die hat sich... Oh, die ist eine... Oh, guck mal. Ja, die könnte man auch mitnehmen. Dann hätte man eine noch einen Schurken dabei. Okay, ich will einschmeißen wir raus. Und zwar, wen wollen wir rausschmeißen? Anne? So, Anne muss raus. Wie geht das jetzt? Anne. Sind wir jetzt auf Anne? Ne, warte. Würde ich nicht machen, brauchst du nicht, okay. Ah, Micro sagt, wir sollen das so lassen, wie es ist. Aber okay, ist das nicht gut, wenn man von jeder Gattung einen dabei hat? Finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Gut, du kannst halt kombinieren. Na gut, komm, wir lassen es dabei. Hier ganz oft wechseln, komm, abbrechen. Die hat sich aber so schön ins Spiel gebracht. So, wir müssen jetzt... Okay. Ich muss niesen. Gesundheit, Nils. Danke, Nils. We've had a hard time procuring goods, what we've ordered months. I sent Marcus to gather what we need, but I've just taken stock and I fear the list I gave him. What say you? Could I trouble you to run an errand for me? Ja, nehmen wir. Glad to hear it. Mach ich. Here, take this list of additional. He ought to be somewhere north of and in the note, and he'll take care of the rest. Mach ich. Geil, eine richtige Quest. So. Bap. Ja. So, might we not complete our delivery while we're here? Perhaps once we've concluded this bit of business, we might allow ourselves a moment's rest. You have my support.
Guck mal, der weiß, wo es lang geht, Guys. Der kennt den Ort. Ey, au, au, hör auf! So, hier kann man auch bestimmt am Wegesrand immer so Pflanzen einsammeln und so. Egal, Kishore weiß genau, wo es... Ey, ey, stopp, Leute, ich hab was entdeckt. Hier ist was zu finden. This has no bearing on our current conversation. Weißt du noch gar nicht, ich hab einen verdeckten Zug. Looking around, it strikes me that we pawns are all men. I wonder if this speaks to the Arisen's reference. It's surely a coincidence. Sehr lustig. Don't make such a fuss. Der kommentiert die Zusammenstellung der Gruppe, die jetzt rein zufällig just yonder looks to be a good spot for harvesting. Männlich zu sein scheint. We could pick some now and use them when the need arises. Here we are. Okay. Was? Ja, entschuldige bitte. Da ist er. Der hat sich versteckt. Well done, if I do say so myself. Oi, did you need something? Jetzt liefern wir ihm das mal. Ja. This is from Sir Geoffrey, is it? Let's have a look then. Was schreibt er? Why? He wants these as well, does he? I thought I was finished. Why should I have to do all this on my own? I've got plenty to carry as tis. Jetzt soll ich das machen? I would well, go on. You know what? Ich finde das nicht okay, wie die mich behandeln. Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst... Whence might we procure such a thing? Okay. Besorge einige Hartknollen und Arzneitränke. The items on this list can be crafted by combining certain materials. Ja. And I happen to know where they can be found. Der ist ja super. Zum Glück haben wir den dabei. I can guide you to the place, Arisen. Tu es. Or thereabouts. Guide mich. The vanguard is yours. Lead on. Was, hier soll es die Sachen geben, oder was? Das ist... Da. Erwurz. We have found a material. Ja. A different combinations of materials result in different creations. Okay. Dann lass das doch mal machen. Nee, warte. Ist das über Inventory? Character? Wie komme ich denn jetzt in meinen... It is about time we pressed on, ja, jetzt, wouldn't you say? Der ist aber auch, da gibt's noch mehr, oder? Hier, guck mal. Grünlattig. Ein paar Beeren. Ein Traum. Ich finde, alle anderen können auch mal ein bisschen was machen. So. Wo sehe ich... Ich muss jetzt ins Inventory. So, warte. Hallo? Was ist Inventory? Boah, was? Wo ist der ganze Kladderadatsch? Gegenstände. Ah, okay. So, jetzt will ich die kombinieren. Aber wie geht das? Was ist die richtige Rezeptur? Kombinieren. Grünlattig? Mit einem Apfel oder was? Geil. Und dann? Ein. Hab einen Arzneitrank hergestellt. Okay, was kann ich noch kombinieren? Das und die Weintraube? Achso, noch ein Arzneitrank. Ah, das ist doch ganz nice. Das und das. Noch ein Arzneitrank. Ja, Hammer. Okay, hier sind die Rezepte verborgen. Alles ein Arzneitrank. Aber was ist mit dieser seltsamen Liste, die der werte Herr mir mitgegeben hat? Da. Drei Hartknollen und zwei Arzneitränke. Okay, die Arzneitränke haben wir gesammelt. Jetzt muss ich noch Hartknollen, weil die haben wir, glaube ich, noch nicht, ne?
Wo kriege ich jetzt die Knollen her? The items on this list can be crafted by combining certain materials. Aber doch nicht die... happen to know where they can be found. Ja, dann zeig mir die Knollen. I know the general destination. Shall I show you the way, Master? Ja, tu es. Nimm ein paar. So, lauf. Zeig. Oh, da war noch was. Nehmen wir auch mit. Da, da war eine Hartknolle. Ich hatte eine Hartknolle. Das ist der... Ja, ich komm. Der ist aber auch ein bisschen... Ja, ich komme ja schon. Setz mich doch nicht so unter Druck. Ich brauche eine Hartknolle. Oh, rutsch. Der ist sehr eifrig. Ungeduldig und eifrig. Jetzt laufen wir wieder zurück. Ne, hier laufen wir. Ich dachte, er führt mich jetzt zum Shop. Und dann muss ich da was überteuert kaufen, wie man das in irgendwelchen touristischen Hotspots kennt. Ja, Mann, ich habe auch einen Ausdauerbalken. Hier, Hartknolle. Hab alles. Was ist das? Eine reife Hartknolle. So, ich habe alles. Die nehmen wir noch mit. Dann let's go zurück. Let's go. Also ich mag, dass der mir hilft. Die reden sehr viel, muss man sagen. Aber das finde ich jetzt noch nicht nervig. Vielleicht wird es irgendwann nervig. Die sollen nur nicht vergessen, wer der Chef ist, ne? Also, dass er so eifrig ist und dass er mir gefallen will, begrüße ich, finde ich gut. Aber der soll jetzt nicht das Gefühl haben, er callt hier die Shots oder sagt, wo es lang geht. So funktioniert das natürlich nicht. Denn es wird er ganz schnell ausgetauscht. Unless I am mistaken, what we require is already in our possession. Ja. We're here, Master. How goes it? Have you gathered everything on the list yet? Yet? Ja. Haben wir. Okay, 2. So, ah, warte. Wie viel? Warte mal. Hallo? Muss ich wieder reinziehen? So. Okay. Liefern. Ich liefere. Oh, I knew I could count on you. Gib mir Geld. Here, take this for your trouble. Wie viel? I'll be heading back to the encampment now. They'll be expecting me. Was? Wie jetzt? Der hat mir weg. Der hat mir Wegpuder gegeben. Ich wollte Geld. Das ist enttäuschend. Wegpuder. Ja. Oh, warte, 700 Gold. Doch, irgendwo habe ich auch Geld herbekommen. Erstattet Joffrey Bericht. Sir Marcus was well pleased, Master. Ouch. Ja. Shall we report our success to Sir Joffrey? Ja. Oh, der Typ ist, also, dieser... Alter, dieser Kishore, der erinnert mich an Dwight Schrute. Well, ich bin Michael Scott und er ist Dwight Schrute. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Du hast noch nie irgendwas geleadet. Ich höre nur deinen schweren, rasselnden Atem die ganze Zeit. Oh, ich kann nicht. Okay, das ist ja fantastisch. Okay, der Typ ist der Beste. Er ist ja so ein Eiferer. Ein absoluter Streber. Jetzt knallt er mir die Tür vor der Nase zu. So, wo war der hier? Du warst das, ne? Warst du das? Nee, warte. Wer war denn das nochmal? I've got wares of every other. Du warst das nicht. Du bist nur dieser Händler. Pleasure doing business with you. Ich hab noch nie irgendwas bei dir gekauft. Lügt doch nicht. So, warte, wo war der? Oi, many thanks for passing on that list to Marcus for me. Joffrey Baratheon. As I hear it, you even assisted him in gathering the supplies. I hope it wasn't too much trouble. Nope. Anyway, okay. You've been a great help. I hope I can count on your aid. 900 Gold. Supplied and Sir Geoffrey with one less care. A good deed all round. Aptly said. Geil.
Richtig reich. Okay. Ey, schubst du mich nicht weg? Wer bist du denn? Dass du mich hier rumschubst. Ja. Super. Jetzt die Frage. Kaufe ich mir neue Klamotten? Was Prächtiges. Hier gibt's Fleisch. Wieso leuchtet denn das? Achso. Wir wollen nichts klauen. Es gibt auch bestimmt hier auch einen Shop für Klamotten, so einen Klamottenshop. Was haben wir hier? Das ist ein Waffenshop oder was? Nö. Ich will mal gucken, was es hier für Klamotten gibt. Ich kann so nicht rumlaufen. Das ist einem Auserwählten nicht würdig. In so Lumpen. Oh, was haben wir hier? Was verkaufst du? Cassandra. Hallo. Was hast du denn? Oh, schau mal. Kampfbogen. Was kann denn unser Bogen? Wo kann ich vergleichen? Kaufe ich natürlich jetzt nicht. Aber ist es exakt der gleiche, den ich jetzt auch habe, oder was? Ah, okay, die hat hier so ein paar Klamottos. Guck mal. Oh, das ist ein richtig, richtig schöne Hosen. So, die sehen aber nur besser aus. Die sind nicht wirklich... Guck mal, Leute. Das ist Quatsch jetzt, was zu kaufen. Ich wusste nicht, dass meine Lumpen so gute Werte haben. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, tatsächlich. Kann man die hier sortieren, da nach Dingsbums? Guck mal. Das ist ja Geldverschwendung. 420 Gold für etwas, was gar nicht so viel besser ist. Nö, da warte ich. Oh gut, da unten haben wir noch diese Widerstände, Elementarwiderstände und Schwächungswiderstände. Aber nö, das ist enttäuschend. Hier so ein, oh, guck mal hier, das ist aber auch kein Bogenschützen-Outfit. Ist schon ein bisschen besser, aber ich erwarte mir mehr Qualität. Da laufe ich lieber so lumpig rum. Nö. Die mit den roten Kästen kannst du nicht tragen. Ah, ich sehe schon. Missionarskutte. Sie kann nur diese Banditenweste. Und den Kettenpanzer kann ich kaufen. Ah, das ist schon ein bisschen besser. Der Kettenpanzer. Aber das wäre wirklich jetzt gerade rein optisch. Und der kostet auch richtig viel Geld. Das kann ich mir gar nicht leisten. Was ist mit einer Wanderkapuze? Eine Filzkappe? Sowas, warum darf ich den denn nicht? Gefärbte Stoffmaske, Kapuze des Flehenden darf ich auch nicht. Ich dürfte lediglich diese... Okay, das sieht ja fantastisch aus. Sind das Gesamtwerte? Ich habe doch gar nichts auf dem Kopf. Die kostet 280 Gold, ich finde das... Und die hässliche Wanderkapuze, die meine prächtige Frisur überschreibt. Nee, da doch lieber die Filzkappe. Aber... Ich habe das mit den Werten noch nicht ganz gecheckt. Das sind dann meine Gesamtwerte aller Ausrüstungsgegenstände. Sehe ich das richtig? Ich kaufe die jetzt. Für 200. Wird sofort ausgerüstet. A trying time for merchants of any ilk. Always a pleasure. Tschüss. Da ist unser... Guck. We mustn't overspend. Right you are. Nur das Einzelteil. Aber ich hatte gar nichts auf dem Kopf. So, meine Freunde wollen weiterziehen, aber wir haben hier noch einige Aufträge, glaube ich, durch dieses Ausrufezeichen gekennzeichnet. Auch wenn ich so eine ungeduldige Bande habe. Ich bin der Chef. Ich entscheide. Erstmal ist hier eine Kiste. Da loot ich rum. Und endlich habe ich die gereiften Bestienrippen. So, ich will hier rauf. Da oben. Da ist irgendwo. Oh, und ein weiterer Bogenschütze. Was? Das ist alles, was du mir sagen wolltest jetzt? If your plane arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Okay, jetzt kommt meine ganze Gang. Und was sagst du jetzt?
Das ist. Ich könnte den einfach runterschmeißen, weil ich sauer auf den bin. Ja, tolle Wurst. Leute, wir müssen jetzt hier wieder runter. Ich dachte, der gibt mir eine Mission. Was sollte denn das Ausrufezeichen? Oder ist das die Kiste? Man weiß es. Dann können wir jetzt hier vielleicht aufbrechen. Huch! Was ist das? Was machst du da? Egal, ich nehm's mit. So, wir brechen auf, Leute. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und... Hey, yo. Was? You a soldier? To be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Warum? Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. Ach, das sind Leitern, okay. We've had to start sending out new recruits to cull them. Mhm. Is that so? Who went yonder? Lachlan. Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? Harpian. I can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Das stimmt. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. Mach ich. Ich nehme diese Mission an. You've my thanks. And Accardo's as well. I'm Avocados. Sure. Gut. Freunde, wir haben einen weiteren Auftrag. Manche Aufträge werden durch Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, bringt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können. Oh, das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Ugh. Let us make haste. The no life may be lost on our account. Okay. Ey. So, erstmal müssen Sir wir Accardo. Is in need of our aid. Ja, wir kommen. Oh, natürlich läuft Kishore wieder voran. I know the person you're looking for. Gibt's hier eigentlich Friendly Fire? Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. For a change. Gibt kein Friendly Fire, sehr gut. Oh! Attackus! Oh, es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann und ihre Effekte variieren, je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden, wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist die Reaktion und das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los, weist Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Ja, los klingt gut. Zu mir. Ja, halt. Okay, Hilfe. Okay. Los. Hey! Okay. Okay, er macht das. Warte, geh aus dem Weg. Dode. Hab hier, da komme ich gut ran. Ich hab sie runtergeholt. Ja, ich bin der Sieger. Ist hier noch mehr? Okay, ich würde auch gerne ein bisschen looten, Leute. Wieso haut ihr ab? Wollen noch, sie sind noch im Kampfrausch. Okay, erstmal die Harpien platt machen. Guck mal, der Magier ist allererste Sahne, das ist ein Feuermagier. Okay, warte. Das hier sehe ich mehr. Was, wer ist das? Weiß ich nicht, die hauen ab. Wo ist die Harpie? Da. Sehr gut. There I say it. Ist die Mucke zu laut? Is that all of them? Ja. You have my thanks. Bitte. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. Das ist richtig. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder. I have the confidence to face such beasts on my own.
Das ist die richtige Einstellung. Well, I'd best be heading back. Ja. But I'll be sure to let my superiors know of your good deed. Kannst du mir auch einfach Geld geben? Our results are awaited. What say we make our report? Ja, wir machen Report. Wir können direkt mal ein bisschen ins Looten reingehen. Was ist denn hier mit der... Beute. Hier, da liegen sie rum. Die werden jetzt hier richtig gelootet. Gezackten Knochen, den habe ich mir schon immer mal gewünscht. Ein Koboldhorn, ja, fantastisch. Ja. Over here, if you please. Ja, ich komme ja schon. Meine Güte, du übereifriger, junger Mann. Ich bin unterwegs. Ich kann nicht zu schnell laufen. Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. Ja. I wonder why. Here we are. Hey, old friend. Many thanks for aiding Accardo. Sehr gerne. It was a relief to see him return. Okay. None the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. It was a bit too early for him to be seeing actual combat. Ja, der ist noch grün in den Ohren. Well. We'll be extending his training period. Finde ich auch gut. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Ist mit mir? Oder mit dem? Das ist eure Sache. Okay. Levelaufstieg, wie wir einfach schon Level 4 sind. Wir sind in dem Spiel offensichtlich sehr, sehr gut. Stark. Dann haben wir jetzt da den nächsten Auftrag. Ja, im Nachspiel des Drachen ist jetzt unser nächster. Ja, dann gehen wir wieder raus. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Wo ist noch eine Leiter da? Nee. Wir gehen los. Lass uns los, Freunde. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Immer Richtung... Ist das Norden? Gehen die vor? Weisen die mir den Weg? Den kürzesten? Ich hoffe doch. Was sagt die Karte? Da müssen wir hin. Also hier, okay, geradeaus und dann hier links da über die Brücke. Oder was ist das, ein Fluss? Wir werden sehen. Auf geht's, nicht zu langsam, ihr müsst schneller sein. Fallt nicht zurück. Fallt nicht zurück, was brennt? Oh, Alter. Geiler Schuss von mir. Au, oh, ey. Oh. Alter, der Ramp. Okay. Auch gibt ihm neuen in den Kopf. Wow. So. Markierten Aufstieg, geil. Der hat 200 Gold dabei sich gehabt. Die hat er aber auch nicht selber verdient durch harte Arbeit. Die hat er 100 pro irgendeinem armen Wandersmann abgenommen. Von daher ist es jetzt auch völlig okay, dass ich das Geld an mich nehme. Der arme Beraubte hätte es so gewollt. Arisen, we ought to heal ourselves while we've the chance. You've a knack for drawing the enemy, Arisen. Ja. Ich kämpfe mit... Warte. Super Schuss! Super Schuss! So kann ich, wenn ich Steuerung gedrückt halte, kann ich automatisch auf irgendwas ballern. Guck mal hier. Oh, was ist jetzt? Keine Ausdauer. Ja, das ist wahrscheinlich dann so standardmäßig, ne? Was? Ja, ja, machen wir. Oh, Laufbahnrangaufstieg. Wir haben schon eine gute Qualität, eine gute Kampfqualität. Muss man einfach sagen. Hat er einfach, ohne mich zu fragen, einen Grünlattich gefangen? Naja, der wird ganz schön eigenständig. Ich glaube, der Ehrgeizling will mir die Führung abspenstig machen. Auf Kishore muss ich ein Auge haben.
Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Was haben wir hier oben? Irgendein Kristall? Ja, kann ich hier raufklettern? Habe ich Kletterfähigkeiten? Nee. Aber hier ist ein Kristall. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Das ist nett, aber das weiß ich natürlich. Was ist das? Ein Schwein. Was ist das? Wichtig, da gibt es bestimmt Essen. So, den sammle ich. Ein Goldkäfer. Und was ist hier los? Bestienrippchen. Nice. Das Abendbrot ist gesichert. Ich habe Bestienrippchen. Ihr könnt euch auch irgendwas kaufen. Oh, ich habe seinen... So, in die Schnauze. In die Snorkel. Noch Bestienrippchen. Die werde ich mir schön braten nachher. Ihr dürft unter Umständen auch was haben. Wo geht's denn jetzt lang? Hier? Kann man da baden? Ich habe gar kein Baden dabei, ne? Ach, Nils. Goldkäfer direkt einsetzen. Ach, war. Okay. Oh, wir sind in Melf. Vom Drachenfeuer verwüstete Festung. Das ist aber auch gemein. Gemein vom Drachen. It is a sorry sight indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Was macht dieser fantastische Goldkäfer? Da ist er. Ein seltener Käfer, der glänzt wie Gold, erhöht das maximale Gewicht, das man tragen kann, um 150 Gramm. Ach so, also einfach nutzen, ja? Muss der im Inventory bleiben oder darf ich den essen? Muss ich den benutzen direkt? Geil. Das ist ja großartig. Ich will ganz viele davon haben. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. In Anbetracht der jüngsten Flut an Monsterangriffen wird der Ochsenkarrenbetrieb bis auf weiteres eingestellt. When the Arisen appears, so too does the dragon. It is an immutable truth of this world. World. Hallo? Oh. Oh. Warum? Was habe ich denn gemacht? Eine Vision erhalten. Hallo, I've a selection of wares that's sure to please. Okay. Was hast du denn? Zeig mal. Oh, Pfeile. Oh, das ist natürlich ganz geil für so einen... Oh, den Kerkerschlüssel. Das ist doch ein Klassiker. Okay, das ist so ein Klassiker. Damit bekomme ich Zugang zu irgendeinem Kerker. Wenn ich den habe... Erwartet mich ein Abenteuer, wenn nicht, dann nicht. Ring der Aggression. Das ist für meinen Vasallen. Ring der Entschlossenheit. Aber diese Pfeile finde ich schon ganz interessant. So einen schönen Explosionspfeil. Geil. Oh, da irgendwie so einem Ogre so einen Explosionspfeil in den Kopf zu schießen, finde ich schon ganz nice. Fulminanter Schild. Wir wollen uns erstmal bei Bexy bedanken. Bexy, 20 Monate, vielen Dank. Außerdem Deadnatic, Tsukasa, Lila Blue Remy, vielen Dank für den Support. Also wenn wir einen Ölpfeil schießen, ja, und dann einen Feuerpfeil oder einen Explosionspfeil, dann brennt der doch, oder? Durch Ölschuss oder Brandschuss verbraucht. Okay, wir kaufen einen davon. Aber sag mir nicht, ein Pfeil kostet mich 80 Öcken. Das ist nicht dein Ernst. Ein Pfeil 80 Öcken? Für einen Pfeil willst du 80 Öcken? Das finde ich massiv übertrieben. Massiv übertrieben. Aber ich kaufe mal aus Spaß jetzt. Von... Oh,
Was? Was? Kann ich die danach selber bauen? Das kann doch nicht sein, dass 2000... Nein, das ist ja Wucher. Der Typ will mich komplett hops nehmen. Ich bin unzufrieden damit, dass der so viel Gold von mir will. Kriegen die bessere Preise? Nee. Ich kann selber Pfeile bauen. Ja, das will ich doch hoffen. Da muss ich. Das ist mir zu teuer. Ich mach das erstmal nicht. Achso, warte mal, hat der noch vielleicht. Ne, dieses Schildding, okay. Große Donnermie. Das ist doch auch was für meinen Zauberer. Kann ich mir eh nicht leisten. Ist irgendwas zu erzählen? Ja, okay. Ja, ja, du kennst nur Business. Keine Geschichten, nur Business. Ja, ja, wir haben gar kein Business gemacht. So, wie crafte ich denn meine Pfeile? Browsing was enough to scratch the itch in my case. Ist nichts. Wie craftet man? Was macht der da? Was ist dein? What I can do for you. Die Performance geht eigentlich, finde ich. Also ich habe bislang noch keine großen Schwierigkeiten. Warum ärgert der mich? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Warte mal, dich kenne ich doch. Alter Schwede, da ist er. Okay. Der Täter kehrt immer an den Ort seines Verbrechens zurück. Ah, das ist ein Dingsbums, ne? Das ist hier eine Vergangenheitsvision, eine Vision der Vergangenheit. Au. Au, au, shit. Au. Ich muss an den Mobs ran, hier kommen. Nee, hinter seinen Bauch! Ja, Wolski, ich hau dir in deinen Schweinefuß. Er nimmt keinen Schaden! Vielleicht in seinen Schwanz rein. Irgendwo muss ein Schwacher da in Fuß! Okay, ich... Was? Da ist sie, das ist die Pfeil und Bogen ist sie. Rette sie, rette sie! Oh, der wird geprotzelt, er wird ja. Oh Gott, der einfach knallhart ist. Der nimmt gar keinen Schaden. Aber er kann das respektieren, dass ich so mutig war. Oh, er verbrennt mich. Oh, okay, alles klar, kein Respekt. Wie unnütz dieses Schild erscheint. Und zerbrutzelt. Ach du Scheiße. Och Gott, der arme Kerl. Geröstet. Oh, was? Der frisst das Herz. Aus irgendeinem Grund schlägt das noch. Sind wir das? Das ist ja diese Narbe in der Brust.
Hörst du mir? Okay, daher diese Brustnarbe. Alles klar. Also das sind wir. Aber jetzt haben wir kein Herz mehr. Was macht man ohne Herz? Sir, stay with me. Stay. Naja. Aber ganz ehrlich, die hat sich doch schon ein bisschen in uns verliebt, oder? Thank goodness. How are you feeling? Gut. This is the second time I've watched over you like this. Isn't it? Is it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? Okay. You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. T'was terrible. Und wie bin ich wieder zu dieser Schönheit gekommen? I could not hear the beating of your heart. You hung on and by some miracle survived. Ich erinnere mich an nichts. I'm sorry to hear that, though I cannot say I am surprised. Your burns could easily have killed you outright. A great many were bathed in the dragon's flames that day. All perished, save you. You must be special, indeed. How else could you have survived to return here? Okay, also wir halten fest. Wir... Nee. Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Ja, unter anderen Umständen sehr gerne. Till then. Take care. Sie ist verliebt in uns, das ist ganz klar. Wir könnten auch bei ihr bleiben und ein Leben, ein kleines Leben führen. Ah. Excellent. Eine Familie gründen, ein Stück Acker bestellen. Aber das ist nicht unser Leben. Unser Leben ist es, mit diesen windgegerbten Veteranen in die Schlacht zu ziehen. Okay, wir halten ganz kurz fest. Wir waren also dieser normale Soldat. Und dann sind wir in diese Stadt, Maeve oder wie sie heißt. Dort hat uns dieser imposante Drache aus irgendeinem Grund auserkoren, um uns zu dem Erweckten zu machen. Vermutlich war er beeindruckt durch unsere todesmutige Geste, mit der wir diese Frau gerettet haben und uns selbst quasi seinen Flammen angeboten haben. Und dann hat er gedacht, geil, so einen tapferen Typen, den, das ist der Richtige, den wähle ich jetzt aus und fresse sein Herz oder konsumiere sein Herz. Und jetzt steht er wahrscheinlich in irgendeiner Form in meiner Schuld. Ist das die Denkweise des Drachen, dass er sagt, hoi, ich schnappe mir das Herz und dann ist sicherlich irgendeine Form von Bund entstanden mit uns und dem Drachen und wir müssen irgendwas, vielleicht müssen wir in seinem Sinne handeln. Vielleicht sind wir so sein verlängerter Arm, man weiß es nicht, irgendwas müssen wir machen. Aber die Leute finden uns alle geil, wir sind der Erweckte. Aber interessiert sie nicht, warum wir erweckt wurden und dass der Drache uns erweckt hat, obwohl der Drache ja der Feind ist? Wie läuft es? Eigentlich müssten sie ja misstrauisch sein, weil wenn wir gezwungen sind, im Sinne des Drachen zu handeln, dann sind wir eigentlich der Feind. Also wissen sie es nicht. Oder ist der Drache nicht der Feind? Er nutzt mich nur aus. Ja, das habe ich tatsächlich auch so verstanden, dass er uns ausnutzt. Also der Drache wird uns ja nicht einfach irgendwas schenken wollen.
Das machen Drachen nicht. Na gut. Wir werden sehen. Currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. Ja. If you claim the same, then word must be borne to the capital. Der Herrscher von Vermund, derzeit in der Hauptstadt genesend, wurde in eben diesem Dorf zum Erweckten. Alles klar, also wir sind nicht die... Der Drache scheint die massenhaft zu produzieren. Das heißt, wir sind... Es gibt mehrere Erweckte. Jeder behauptet, er ist der Erweckte. Naja. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Okay. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Mm-hmm. Okay. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Alles klar, der hängt im Gasthaus rum. We may benefit from pursuing the information. Ja? I am attentive and loyal. Was? Ich hab nichts gemacht. Prefer to remain by your side. Ja, in battle I shall follow your lead and prioritize support. Ich mag ihn. Ja, das genauso war die Idee. Schon gut. Okay, also, wir haben Geschenke bekommen. Geschenke. Du wirst zweifellos auf Dutzende von Leuten während deines Abenteuers treffen. Ihre Gesinnung dir gegenüber wird variieren, aber du kannst ihre Verbundenheit zu dir erhöhen, indem du sie freundlich behandelst, ihren Bitten folgst und ihren Geschenke gibst. Natürlich hat nicht jedes Geschenk die gleiche Wirkung. Jeder hat eine Präferenz und du musst das richtige Geschenk für die richtige Person auswählen, damit sich ihre Verbundenheit erhöht. Geschenke erhöhen die Zuneigung nur einmal pro Tag. Alles klar. Sehr schön. There's a ladder here. After you, Arisen. Arisen? Wo ist die Ladder denn? Die Ladder ist beim Ausrufezeichen da. Das letzte Mal, als ich so hoch eine Leiter geklettert bin, war in der ESL. Wisst ihr noch damals? ESL Top 10. Ich kann aber auch einfach diese Stufen nehmen, die zur Verfügung gestellt worden sind. Was haben wir hier? Hier ist die Leiter, also das ist der Loserweg über die Leiter. Überall sind diese Schilde. Wir gehen nochmal weiter nach oben. Da, wusste ich doch, Köstlichkeit. Oh, ein Kampfbogen! Aber wir haben auch schon einen Kampfbogen, vermutlich ist das jetzt kein besserer Bogen, oder? Schade. Es ist exakt der gleiche. Also es scheint mir dann so Kategorien zu geben von Gegenständen. Oh, da ist noch eine Leiter. Das ist jetzt quasi der dritte Bogen, den wir getroffen haben, der... Alter Schwede, da wurde da der Greif mit ermordet. Ist das die Tatwaffe? Alter. Boah, das ist ja richtig geil. Okay, jetzt poolen die da unten rum. Jetzt kann ich mich weiter... Okay, das ist ja geil. Es geht sehr, sehr langsam. Und ich glaube... Ja, die drehen jetzt, während ich... Das ist ja geil. Und kann ich damit wahrscheinlich irgendwann dann auch was vom Himmel holen. Ich mach mal einen Probeschuss. Also irgendwann werde ich hier nochmal was besiegen können mit. Spannen! Oh, das dauert ja richtig lang. Oh! Die machen das aber alles, oder? Ne, ich mach das gerade mit der rechten Hand. Boah. Okay, da muss man sehr weit im Voraus planen. Bam. Okay, sehr, sehr geil. Sehr. Das finde ich nice. Das gefällt mir richtig gut.
Danke für die Hilfe, Jungs. Irgendwann werden wir das normal machen müssen, wenn eine Bestie der Lüfte sich nähert. Au. Okay. Ups. Und wo kommen wir hin? Auf irgendein anderes Dach? Was haben wir hier? Unten warten übrigens noch die Soldaten auf uns, dass wir mit denen kommen in die Hauptstadt. Oder diese andere Stadt, wo... Oh. Oh, 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 warte. Das sind Bücher. Ein Grimoire, dessen Lektüre-Zauber wirkt. Kann ich dann dauerhaft einen Zauber erlernen oder kann ich den einmalig nutzen? Großer Salamander. Eiszauber, Eisschar, großer Blitzregen. Vermutlich kann ich die nur einmal nehmen, oder? Was meint ihr? Bin mir nicht ganz sicher. Bücher sind dauerhaft. Nee, ah, Bücher sind einmal. Okay, Annette sagt, Bücher sind meistens dauerhaft. Und Nagai sagt, die Bücher sind einmalig. Als Zauberer lernst du diese Skills auch ohne Buch. Also gibt's jetzt, würde jetzt keinen Sinn ergeben zu sagen, hier, Magier soll die haben. Ich könnte ihm die ja wahrscheinlich übertragen. Okay, wenn sie einmalig sind, dann spare ich sie mir auf und Magier braucht sie ja nicht dann jetzt hier rauf. Was haben wir denn noch? Hier gibt es noch ein Dach. Das beunruhigt auch niemanden. Oh, guck mal. Bleiben nicht stecken, schade. Whoopidoo! Was haben wir hier? Oh, da können wir durch ein Fenster klettern. Warte mal, wie ging nochmal die Laterne an? Steuerung F oder sowas? Ah, I'll take that. We might find a use for it. Steuerung L, Steuerung F. Wie ging nochmal die Laterne an? Das hat er mir vorhin erklärt, ich habe es schon wieder vergessen. Ist egal, so dunkel ist das hier nicht. Also, Arzneitrank nehmen wir mit. Können wir ein bisschen schlafen. Steuerung X. Nee. Nee, das ist sowas. Oh, da ist sie ja schon wieder. Siehst du es doch, sie telefoniert gerade. Nee, doch nicht. Steuerung R. Also, sie werden wir nochmal wiedersehen. Sie mag uns doch. Da bin ich mir ziemlich sicher. One Wakestone Shard is a mere rock, but combined they can work miracles. We must take care not to throw it away by mistake. Das könnte mir nicht passieren. Ah, Laterne angeknipst, sehr gut. Das würde mir nie im Leben passieren. Was haben wir hier Tolles? Oh, ganz viele Betten. Leckere, frische Früchte. Hi, ich habe gerade mir Sachen aus seinem Haus genommen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Wir gucken uns erstmal im Dorf hier noch ein bisschen um. Der Drache hat dann doch nicht alles verkohlt. Was haben wir denn hier? Guten Tag, wir müssen leider so ein paar Sachen konfiszieren, weil wir sind die... Ich bin der Auserwählte und das sind meine Freunde. Das finde ich ganz nice hier auch. Oh, okay. Und tschüss. Ich habe einfach das Gold genommen. Es ist soweit. Wir, und keiner sagt was. Wir haben einfach das Gold genommen. Was wollte ich sagen? Genau. Wie hier die Räumlichkeiten abgetrennt sind dann mit diesem komischen Flechtwerk. Und dann hier diese einfachen Betten und so. Das scheint mir schon historisch
zu 100% akkurat zu sein. Aber dass ich hier einfach nehmen kann, gut, ich bin ja auserwählt. Ich habe jetzt die kompletten Ersparnisse dieses Menschen einfach genommen. Wer weiß, wofür die waren. Vielleicht für die Schulausbildung der Kinder oder so. Egal. Ist der gefesselt? Nee. Hallo, ich gehe nur kurz ins Haus und gucke, ob ich was gebrauchen kann. Trockenfisch. Kann ich hier was kochen? Nope. Ja, guck mal, die haben so viele Sachen hier, die werden das gar nicht vermissen, was ich gerade genommen habe. Da ist doch, da leuchtet doch was. Trockenfisch. Ja, guck mal, was die alles haben. Die können auch ein bisschen was abgeben. Da, die haben sogar noch so eine Weinflasche oder was das ist. Die sollen sich nicht beschweren. Die sind vom Leben gesegnet. Und wer sein Gold so offen rumliegen lässt, der ist eben offensichtlich nicht sehr daran interessiert. So ist es doch. Guten Tag, Steuerbehörde. Oh, hier wohnt niemand mehr. Schade. Da ist wieder alles kaputt. Da wollen wir nicht hin. Au. Ja. Ja, ein schwerer Schlag für die Dorfgemeinschaft. Wo war ich denn schon? Wer bist du? Kennen wir dich? Was? Norbert? Oh, fei. I got my hopes up for naught. Wenn du willst, bin ich Norbert für dich. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? Okay. The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I'd go and search for him myself, only. Ja, du bist feige. Ja, ist schon okay. Du musst dich jetzt. Ja, alles gut. Alles gut. Ich mach das. Weil du biegst ab, sobald ihr den Baum mit dem Vogelnest erreicht. Ja. The monsters of the forest have changed. I'll need you to watch over me. Keep this right. Das mache ich. Okay, also auch noch eine Begleitmission. Ja, dann lauf. Alle hinterher, los! Los, Leute! Beschützt den armen Mann. Hoffentlich können wir das tun. Mayhap you should speak with Selena before we. Ja, mache ich. Erstmal will ich hier kurz was machen. Ich helfe einem Mann in Not Not in sight. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Ja. So, wo führt er uns hin? Eines Tages werden wir auch so eine Fallenmission haben, wo irgendjemand sagt, oh, kannst du mir helfen? Und dann laufen wir hinterher und dann führt er uns in irgendeinen Schlund, wo die Feinde auf uns warten, um uns auszurauben. Weil jetzt wird Vertrauen aufgebaut, ja, das sind irgendwelche Questgeber und dann gibt's Erfahrungspunkte und so. Und wenn man sich in Sicherheit wiegt und denkt, alles klar, so läuft es in dem Spiel, dann kommt diese eine Mission, wo man hintergangen wird. Und dann verliert man das Vertrauen und ab da glaubt man niemandem mehr irgendwas. Diese Mission wird kommen. Frage, wann? Der ist aber ganz schön weit in den Wald gelaufen. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. This seems a decent spot for a campsite. Okay. Resting when and where you can is the secret to weathering a long journey. Journey. Oh, wir können ein Lager aufschlagen. Falls der Erweckte eine Lagerausstattung zur Hand hat, kann er seinen Zelt bei den Überresten eines Lagerfeuers in der Wildnis aufschlagen. Wie bei einem Gasthaus stellt das Ausruhen in einem Lager die Gesundheit, Ausdauer und Verlustleiste der Gruppe wieder her. Abenteurer, die selten in die Stadt zurückkehren, sollten eine Lagerausstattung im Gepäck haben, damit die Erschöpfung sie nicht überwältigt. Ein Lager aufzuschlagen bietet auch die Gelegenheit, Fleisch zu grillen, das bei Verzehr bestimmte Werte erhöht. Je besser die Qualität des Fleisches, desto größer der Anstieg, den du erwarten kannst. Bevor du ein Lager aufschlägst, wäre es klug, alle Gegner in der Nähe zu eliminieren. Es nicht zu tun, erhöht nur die Chance auf einen Hinterhalt. Oh, echt? Das, okay.
Dann lass doch mal ein Lager aufschlagen. Oh, habe ich nicht. Ja, was denn jetzt? Fähigkeiten ausstatten, ohne Lager aufzuschlagen. Schnellschuss. Ach, das ist die habe ich jetzt ja schon, oder? Steuerung, linke Maustaste. Mehr habe ich aber nicht. Ich habe keine weiteren Fähigkeiten. Ich wünschte, ich hätte mehr. Ich habe nur den Schnellschuss. Und Markier hat Brand. Das passt gut zu ihm. Die alte Säufernase hat immer Brand. Ja, also gut. Ich habe ja nichts Neues. Dann geht das leider nicht. Schade. Ah, warte mal, hier. Da habe ich doch meine Lagerausstattung. Ja, siehst du, die haben an alles gedacht. Dann nochmal, dann das Ganze nochmal Lager aufschlagen. Bescheidene Lagerausstattung. Und das machen wir jetzt. Oh, guck mal hier. Einen kleinen Unterstand gebaut. Kann ich jetzt auch kochen und so? Kochen. Ja, wir machen auf jeden Fall mal die Bestienrippen. Oh, lecker, lecker. Oh, Alter. Never. Das sind die realitätsnächsten Fleischkeulen, die ich je in dem Spiel gesehen habe. Alter. Surely we've time for a short kip, ere we continue on our merry way. Habt ihr das gerade gesehen? Wie krass das aussah? Alter Schwede. Okay, jetzt sollen wir noch miteinander reden oder sowas? Nee, ne? Ist nicht Baldur's Gate, oder? Guck mal, das ist eine Leiter. Ja, dann bis zum Morgen ausruhen. Das war ein Video. Ah, okay. Verstehe. Ja gut, komm, wir ruhen uns aus. Ich hätte nicht essen müssen, ne, weil ich volle Gesundheit hatte. Ist aber egal. Now with the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Ja. Ready to forge on? Ja. Let's go. Omi. Follow me. We ought press on. Ja. Best ought before my brother. Die hätten uns auch diese Rast sparen können, um echt zu sein. Ja, dann komm. Wo müssen wir lang? Hier. Willst du nicht vorgehen? Dann mache ich das. Hier ist so eine fiese Stelle für den Hinterhalt. Guck mal, hier ist ein Hinterhalt. Da ein paar Geröllbrocken runterschmeißen. Das ist, da gehe ich ungern lang, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine langatmige Aufgabe ist, diesen Bruder zu retten. Wo ist er denn ganz hin? Kann der andere nicht mal vorlaufen? Wo ist er denn? Warte mal. My pack's grown rather heavy. Let's see. What can we do without? Okay, warte. Ich bin offensichtlich komplett falsch gelaufen. Ich habe noch die andere Mission aktiv. Ich habe diese Mission nicht aktiviert. Hold fast. Befürchte ich, warte. Aufträge. Ja, ja, deswegen. Ja. Okay. Die muss ich jetzt bitte. Priorisieren. Z. Ah, okay. Ja. I will be with you in but a moment. Jetzt geht's. Lauf, lauf. Show me the way. Oh, meine Ausdauer ist ja wirklich bemitleidenswert. Dankeschön. Wo kann dein Bruder sein? Wie gefällt dir das Spiel bis jetzt? Oh, Achtung. I would have preferred not to have to fight so soon. But at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit. Let's do that thing goes to waste.
Alter. Aufstieg. High Five, jawohl. Und nochmal High Five, wir sind so eine coole Bande. So, Magier ist nochmal aufgestiegen. 300 Gold und Koboldhorn. So. Ja, wir können aber nicht lange den Erfolg feiern, denn wir haben einen Bruder zu retten. Ich bin schon voll. Ich müsste mal langsam mein Gepäck irgendwo einlagern. Oh, ich kann schon nicht mehr. Wie kann man denn zerstörbare Brücken? Hängebrücken stürzen zusammen, wenn du ihre Stützen zerstörst. Ah. Okay. Ein place to harvest some ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. Ja, dann mach das mal. Kann ich meinem Begleiter Gepäckstücke andrehen? Nee, ne? Warte mal. Mehr hier. I enjoy tackling fierce foes and prefer combats through. Huch. Oder geht das übers Menü? Kann ich die rüber? Wie ziehe ich die rüber? Weil der soll jetzt mal auch ein bisschen Sachen einfach tragen. Grünlattig. Geben. Markier. Okay, so geht das. Alle. Okay, was gebe ich dir denn noch? Diesen, fauliger Fisch. Wegwerfen. Was habe ich denn, was richtig schwer ist? Verwelkter Zweig. Oh, geil. Damit kann ich Pfeile herstellen. Was ist denn das hier? Kostet das 7 Kilo kostet das. So, so ist besser. Was lag da jetzt? Hallo? Achso, das ist der Fisch. Der stinke Fisch. Jetzt fühle ich mich sehr viel mobiler. Can anyone hear me? Oh, hier, Wölfe. I need help. Da ist er, der Bruder. Tut was! Oh, oh. Ja, sieht gut aus. Los. Ja, keine Ausdauer mehr. Mach was. Brauch mehr Ausdauer. Ausdauer ist die primäre Ressource des Bogenschützen. So. Lebt er noch? Ja, jetzt haben wir ihn. Dankeschön, Markier. Freudentanz aufführen. Nein. Alles gut, du bist Norbert. Dunfor ist Cousin von mir. I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, I... Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. Du kannst deinen Vasallen alles in die Tasche drücken und wenn du die zwei nicht Vasallen austauschst, werden die Sachen in dein Lager geschickt. Ja, fantastisch. From das where ist gut. I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Aye, you'll hear no complaints from me. Let's be off then. All right. Let us take every precaution, that we might see our charge delivered safely. So kriege ich jetzt, begleite die Brüder zurück nach Melf. Na gut. Aber bevor ich das mache, will ich hier die Wölfe. Oh, die haben die etwa keinen Loot? Boah, ist ein riesen Maul. This is generally used as a material. Ja. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Ja. Das finde ich gut. Ich mag diese optimistische, lebensbejahende Art meines Begleiters. Das war der faule Fisch, den habe ich hier gut als Wegmarkierung hinterlegt. Oh, yes! Da ist wieder so ein Goldfreund.
Das heißt, den kann ich direkt verzehren und kann wieder mehr tragen. Ah, man muss immer ein wachsames Auge haben. Prima. So, da oben. Wie, that's it? Ich kann vermutlich auch von hier die Brücke zerstören. Und dann kann ich da von der Seite aus hochklettern. Oder... Na, ich habe jetzt eine laufende Mission, aber es ist schon auch interessant. So, hier ist... Guck mal hier. Meine Nase für Loot. Ist gut. Nur ein Wunderelixier. Oh. Here we go again. I don't suppose begging for a reprieve hey. Would get as far with one of this lot. Understood. Was macht ihr? Treffe ich den? Wo schießt er denn hin? Bin nicht in Reichweite offensichtlich. Der andere müsste ja auch gleich von hinten kommen. Wo wollt ihr denn hin? Die feigen Schweine. Okay. Oh, da hinten sind noch mehr von denen. Kommt der jetzt von hinten? Ey. Da, der kommt. Yes. Oh. Okay, guck mal hier, wie super das funktioniert. B, meine Freunde schubsen mich hier runter. Das war die Stelle, wo ich die Feinde auch die Brücke hätte runterschubsen. Ey, ich wusste, dass du mich da gleich... Hör mal auf! So. Wenn ich jetzt die Brücke runterschießen würde, dann wären die alle weg. Ey. Warte, wo seid ihr denn? Da treffe ich sie nicht. Aber wir lassen die Brücke mal heilen und dann suchen wir gleich mal diese Scheune noch. Erst hinüber. Haha. Komm, wir gehen hier runter, Freunde. Wo ist der Rest von dem... von der Party? Au, Entschuldigung. Wo ist der Rest? Der Goblin-Rest. Erstmal gucken wir hier, was ist hier? Oh, das können wir runterwerfen? Wo sind die denn? Mir egal. Ich geh jetzt hier rüber. Und guck mir mal an, was die hier bewacht haben. Oh, die wackelt richtig, die Brücke. Arr, arr! Ey, Schweine! Au, 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 au! Ey, 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 ey! Ein Popo. Eieiei, wo sind denn meine Freunde alle hin? Die machen aber einen großen Umweg. Die habe ich komplett alleine gemacht. 1500, jawoll. Richtig viel Geld. Richtig viel Geld eingesackt. Nichts kriegen die davon ab. Wo sind die Typen, die ich begleiten muss? Das ist ja schließlich so eine Escape-Mission. Der wahrscheinlich da unten, ne? Die muss ich erstmal wieder aufgabeln. Wie komme ich am besten hier runter? Guck mal, da sind die anderen Typen noch. Nehmen wir nochmal mit. My magics are at your disposal. Was ist der denn da? Aha. Und tschüss. Okay. Haben wir besiegt? High five. I did not know I could feel so alive. Koboldhorn, da den da oben lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wir gehen jetzt zu den Typen, die schon die ganze Zeit auf uns warten. Die sich auch denken, oh, was habt ihr gemacht? Das war nicht Teil der Abmachung. Ihr solltet uns zurück ins Dorf bringen. Oh,
Achso, das sind meine Freunde. Schießen in die Luft. Einfach nur so. Das hat er ja endlich. Our traits mesh well together. Each of us is suited to a different task. Ich kann auch treten, ne? Treten und werfen. Hör, geil! Hör. Oh, ich bin ein super Treter. Habt ihr das gerade gesehen, wie ich... Hör, in der Luft! Hör. Oh, okay, das macht ja alles noch sehr viel geiler. So, hier ist wieder so ein... Wo? Ja. Insbesondere, weil die anderen beiden Typen so ungeduldig warten. Wie kommen wir denn da hin? Hast du eine Idee? Ja. Oder von der anderen Seite? Ja, von einer oder... Irgendwo müssen wir hochkommen. Ah, da oben. Okay. Wir können... Wir bringen die jetzt erstmal nach Hause. Wir haben eine Eskortmission. Wir können jetzt nicht ständig die ganze Zeit uns ablenken lassen von attraktiven Reichtümern. Die wollen nach Hause, wir bringen sie nach Hause. Da ist ihr Zuhause. Wo sind sie denn da? Die haben genug erlebt und genug durchgemacht. Die müssen sie erstmal ausruhen. Und uns vor allem auch belohnen. Oh, Schweine. Ja, wir lassen sie mal. Wir lassen sie mal in Ruhe. Solange sie uns nicht angreifen. Es gibt ja auch Schweine, die... Wo läuft die eigentlich lang? Können wir nicht über diese normale Brücke? Ist es... Was macht ihr denn da? Wollt ihr die Aussicht genießen oder was? Nee, nee, nee. Wir laufen hier über diese Brücke. Ich habe mich schon gewundert, wo die hin wollen. Wir sind das letzte Mal doch hier lang gegangen. Oh, nee. Verzeihung. Hier lang. I'll carefully conserve my strength. Was? And endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Okay. Danke für diese ungefragte Ansprache. Wer bist du denn? Oh, die ist cool. Honeycombs 96. Liebe Grüße gehen raus an Honeycombs. Aber dein Vasall ist ein bisschen zu vorschnell. Ich habe eine Gruppe, ich finde das auch nicht in Ordnung, weil ich muss ja jemand anderen dann rausschmeißen aus der Gruppe und dass der Vasall das einfach so in Kauf nimmt, finde ich schon fies. Back at last. That was an ordeal. Ja, Entschuldigung für die Umwege, du hast recht. Hi, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? So, gib mir Geld. You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monk, and I was right. Mayhap none of this would have happened had I only gone with him. Mm. My brother is always the one taking the initiative. While I stand, today's misadventure showed me that the path forward, we managed to save Norbert. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Ere again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Dankeschön. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Geil. Two good deeds in one, you might say. Dankeschön. Wow, richtig Geld bekommen. Wir haben 6220 Gold. Das ist gut, das ist viel. Und ich will mal kurz was gucken. Kombinieren. Jetzt haben wir diesen Zweig. Oh, mit Lampenöl. Ja. Guck mal, jetzt habe ich mir selber drei Ölpfeile gebaut. Ja, das ist ja großartig. Aber mir fehlen andere Sachen. Das heißt, okay, Öl ist wichtig. Öl. Kann ich denn auch Öl? Das ist ja, warte mal ganz kurz. Kann ich auch ein Öl herstellen? Ja, da waren wir schon richtig. Kann ich auch Öl herstellen? Was braucht man denn für Öl? Vielleicht Oliven oder so. Oder... Dinosaurier.
Wie stelle ich Öl her? Ohne getrocknete Knolle. Fett! Ja, Fett ist eine sehr gute Idee. Gereiftes. Die können dann nicht so... Ja, warte mal, da mache ich doch zwei. Dann können die auch nicht mehr schlecht werden wahrscheinlich. Dörrfleisch. Okay. Ja, ja, Fett ist gut. Fett ist gut, ich habe kein Fett. Oh, was ist das denn? Den trage ich ja noch gar nicht. Jetzt trage ich ihn erst. Wo habe ich den denn her? Der schmückt mich ja ganz vortrefflich. So, ich bin wieder da. Der will die ganze Zeit mit mir aufbrechen, mache ich aber nicht. Da hinten steht noch eine Dame. Was, die will auch irgendwas von mir, oder? Ich bin noch nicht so weit. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Ich wollte gerade mit der Holden Maid reden und du schwafelst mich hier voll mit deinem Gesäusel. Ich könnte einen Bogen verkaufen an den Händler. Ich verkaufe dem einen meiner Bögen. Den hier. 270 Gold. Davon habe ich ja zwei. Den exakt gleich. Tschüss. Haben wir verkauft. Was hat der noch im Angebot? Hat der vielleicht... Ja, das haben wir gerade gemerkt. Die sind absurd teuer. Diesen Kellerschlüssel könnte ich kaufen. Das sollten wir, glaube ich, machen. Ich weiß nicht genau, aber... Vielleicht kommt man auch irgendwie anders in den Kerker. Aber wenn ich ihn jetzt kaufe, dann hab ich ihn. Ich kaufe ihn einfach. Und... Na, die sind natürlich richtig teuer. Ja. Kellerschlüssel sollten wir mal kaufen, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, wir kaufen das. 3000 Gold. Ich meine, hey, wenn wir in der Art und Weise weiter looten, dann ist das ja Peanuts. Haben wir in 3 Minuten wieder raus, das Geld. Töten wir ein paar Leute, rauben ein paar Häuser aus. Zack, zack. Ich kaufe den jetzt einfach. Das ist es doch bestimmt wert. Zur Kasse bitte. Kaufen. Einfach mal irgendeinen random Schlüssel gekauft. Tschüss. I do so enjoy stocking up on supplies. Ich auch. We mustn't overspend. You have my support. Ja, ich habe mich nach der Meinung gefragt oder was? Ey Leute, wir müssen mal ganz kurz was sagen. Ich bin hier der Chef der Gruppe, ich bin der Anführer. Okay? Ihr müsst mir nicht ständig irgendwas sagen. Es ist hier keine Demokratie. Ihr stimmt nicht darüber ab, was wir kaufen. Okay? Ich bin hier der Chef. Und ihr könnt gerne mich ansprechen und fragen, ob ihr eure Meinung äußern dürft. Aber nicht einfach ständig so reinplappern und jede Entscheidung kommentieren, die ich mache. Sonst gibt es hier Fratzengeballer. So, ich hoffe, das reicht euch als Warnung. Jetzt ist erstmal Ruhe. Was habe ich gesagt? Achso. Was ist dein Problem? Der hat auch irgendwas. Hi. I've things to do, if you don't mind. Ich dachte, du wolltest Hilfe, dann halt nicht. So, das ist doch schon wieder, das sieht mir doch noch nee, das ist einfach ein abgesperrter Brunnen. Na gut, dann halt nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich noch unsere Mission. Wir können aus dem Dorf raus. Guck mal, da ist der Typ, genau. Händler, Schmendler. Was ist denn da? Warte mal. Aufträge. Achso, das, genau, Sitz des Souveräns. Ja, das ist das, was die von mir hier wollen. Und, da genau, mit Lennart reden. Mit Lennart erstmal reden. Das können wir machen, ist gar kein Problem. Mit Lennart reden, das müsste dann ja hier sein. Lennart, ich komme! Wie komme ich am besten hier wahrscheinlich und dann hier rein, oder? Ja, das ist das Gasthaus. Bist du Lennart? Ja. Well met. You're the one who saved Ulrika's life. Das bin ich gewesen, ja.
She told me all about it. It was a very brave thing you did. Dankeschön. Deine Frisur ist auch sehr tapfer. As good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already nee. Know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, oh. which comes in very okay. useful when pursuing a vocation. Das nehme ich. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Ich bin Bogenschütze. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, ja, the das secret to being a successful archer is maintaining distance between ja, you das ist jetzt and alles, foes. Oder was? Also du stellst dich hier so als Experte vor und am Ende sagst du mir Sachen, die ja eh selbstverständlich sind. It is a vocation for those who seek to master the mystical arts. However, the more powerful the spell, thus a mage is unlikely to last long in the field of battle without allies to protect them. Ja, dann was haben wir noch? Should you dedicate yourself to a vocation, you will try them as you like. Okay, dann very well. There is no wrong choice, but I shan't take up any more of your time. Oh, hier, die Meisterlehre. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenem realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Da sehe ich mich doch. Moment long awaited. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height. Oh, mag ich auch schon. Say good things come to those who wait. Okay. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Die entdecken schon wieder auf eigene Faust Sachen und wollen mich Leitern hochjagen. So this is where you've been. Huch. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. Dahlia. What say we gather some information? Ich werde hier durchgepeitscht durch das Spiel. Ständig von A nach B geschickt. Ja. What should I do? Naja, das wäre dann die nächste. Danke für den Supermarkt-Simulator-Stream letztens. Bin jetzt schon in-game bei 70 Tagen. Okay. Schön, dass es dir gefallen hat. So, wir machen an der Stelle eine kleine Pause. Epische Musik wird ein bisschen runtergedreht. Das ist Dragon's Dogma 2. Ersteindruck. Mir gefällt das schon sehr gut. Es ist ja anders, also es hat gewisse Parallelen natürlich zum Genre Primus Baldur's Gate, wobei das natürlich Baldur's Gate natürlich auch anders hat, keine direkte Steuerung und oder hat Baldur's Gate eine direkte Steuerung? Lass mich mal kurz überlegen oder klicke ich da nur dumm rum? Ich habe schon wieder vergessen. Jedenfalls ist es natürlich leicht anderer Ansatz, näher dran, nicht so top-down, aber schon durchaus vergleichbar. Und das Problem ist, wenn man Baldur's Gate spielt, das ist so geil, dass alles, was man danach spielt, muss sich mit Baldur's Gate messen. Aber es ist auf jeden Fall, macht das Bock. Ich mag die Welt. Ich mag so, dass man sich eigene Companions bauen kann und die auch von Freunden implementieren kann. Das ist eine super Idee. Das finde ich richtig gut. Ich finde, es sieht nice aus. Ich habe bislang überhaupt gar keine Performance-Probleme. Und ich habe auch überhaupt nicht den Drang, in den Shop zu gehen, um mir irgendwelche Microtransactions anzuschauen. Weil das bislang nicht so ist, dass ich das Gefühl habe, mir wird irgendwas verwehrt, wenn ich nicht zahle. Also gab es ja viele Debatten dazu. Bislang ist das mir hier nicht begegnet. Weiß ich nicht, ob das irgendwie später noch relevanter wird, aber bislang ist es egal. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das weiterzuspielen. Ich bin ein bisschen angehuckt. Das macht wirklich Spaß. Ich bin ein bisschen drin. Ich mag unsere Gang hier und ich mag Wilbald und will mehr von dieser Welt erfahren und habe ja jede Menge Quests und will meinen Bogen feuern und will mir Munition basteln
Und ja, doch, ich bin schon ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß. Wird wahrscheinlich nicht die letzte Session geblieben sein, wenn ihr noch Bock drauf habt, das zu sehen. Ja, schreibt mal gerne in die Comments, was ihr davon haltet, ob ihr das gerne weitersehen wollt hier auf dem Kanal. Bis dahin wünsche ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche ich erstmal vielen Dank. Wie doof ist das denn? Okay, das kann ich so nicht veröffentlichen. Wir müssen die ganze Folge nochmal machen. Jetzt wegen der verkackten Verabschiedung. Das geht so nicht. Lieben Dank fürs Zusehen, wollte ich sagen. Lasst einen Kommentar. Tschüss und auf Wiedersehen.